So, alles ist wieder da, nichts ist unverändert, selbst der Chat ist da, wo ich aufgehört habe. Ich hoffe, der Stream ist jetzt nicht neu gestartet oder so. Ja, ansonsten einfach mal einmal. Achso, der startet jetzt auch wieder neu. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt klappt. So. Seid ihr noch da? Ich hoffe es zumindest. Hi J1234. Hi, bei mir steht, der Stream ist off. Ja, ich hab's ja angekündigt, Stormfire. Ich sollte jetzt nicht mehr offline sein. Die Technik startet noch alles hier im Hintergrund, aber OBS läuft schon wieder. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Steam macht jetzt ein Update, okay. Das sieht schon mal sehr gut aus. So. Jetzt teste ich mal Steam zu starten. Ja, Steam startet. Ist das schön. Okay, Updates will er nicht machen. Das ist schon mal gut. So, allerdings ist jetzt der Chat eingefroren, so wie es aussieht. Hat er jetzt wirklich einen neuen Stream draus gemacht? Ich hoffe nicht. So. Nö, das ist der alte Chat. Okay, super. Perfekt, ich dachte schon. So, gut. Dann würde ich doch mal vorschlagen. Ich starte jetzt nochmal ETS2. Mit sehr viel Glück. Macht er jetzt wieder alles so, wie ich es mir wünsche. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ups, so. Ah, wieder irgendwas, was man bestätigen muss. Von den schönen Regeln. So, ich würde vorschlagen, wir gehen auf. Wir trauen uns was, wir gehen auf Simulation 1. Wird sicherlich sehr voll dort sein. So. Gut, bevor wir jetzt gleich starten. Lass mal kurz mal gucken. Warum kommen jetzt die ganze Zeit hier Fehlermeldungen? Das ist doch. Ich werde hier gemobbt. Ich will doch nur darauf klicken. Da will ich raufklicken. So. Den Musikbot schiebe ich erstmal wieder weg. Den brauchen wir jetzt nicht. So, das Spiel brauchen wir. Wir wechseln rüber zum Spiel. Ach, er schreibt ja mal sicher noch im Chat. Einfach einmal F5 drücken. So. Der Chat ist geschlossen? Der hat tatsächlich den Chat geschlossen. Warum schließt der einfach den Chat? Das will ich nicht. Hi. Hallo. Hi. Mein Chat ist eingefroren. Ja, das stimmt, weil das die ganzen Leute, die gerade schon schreiben, nicht begrüßt. Ah, es waren ja nicht so viele, die es geschrieben haben. Ja, nee, seit wann tut YouTube so schnell einen neuen Chat? Also ich habe den Rechner neu gestartet innerhalb von einer Minute, ja? Und schon macht er trotzdem einen zweiten Stream draus. Das ist doch, finde ich, nicht gerechtfertigt, ja? Gerechtfertigt und so. So, ich wechsle jetzt mal ganz kurz einmal auf Vollbild. Ja, der Chat ist bei Stormfire stecken geblieben. So, jetzt gucken wir mal kurz. Weil ich wollte gerade auch nochmal in den Chat schreiben, dann kam, der Chat ist geschlossen. So, 3, 2, 1. Da ist er.
Ich fahre nachher mit. Ich esse kurz. Ja, mach das. Was, du magst Äpfel? Holly Serpent Down. Down. Hi. Es ist so Twins. Hi. Olli, er hat einen neuen Stream gemacht. Aber eigentlich habe ich keinen neuen Stream. Das ist ja das Komische. Ich habe eigentlich den alten wieder fortgesetzt, normalerweise. Aber irgendwie kam damit YouTube nicht klar. Dann haben wir jetzt einen alten Stream, den wir jetzt eigentlich löschen können. Den lösche ich nachher. Sei So. froh, dass er keine zwei Streams erstellt hat. Das wäre zumindest noch sinnvoll gewesen, hätte ich vielleicht doppelt live. Das wäre schön. Ja, aber dann müsstest du halt gucken, wer in welchem Ja. Chat schreibt. Na, ich kann ja. Ja, gut, das wäre natürlich ein bisschen. Ich starte jetzt mal ETS. Franz, wann hast du Viel das letzte Spaß. Mal ETS gespielt? Oh, kann ich dir nicht sagen, weil er jetzt reingeschlagen hat. Zuletzt gespielt heute, weil ich es jetzt gerade installiere. Ach, du Ich installierst es gerade. glaube aber letztes Jahr, Juni, Juli. Doch schon so lange her. Ja, ich hatte keine Lust mehr irgendwie dazu. Da habe ich es halt irgendwann deinstalliert. Ich deinstalliere alle Spiele, die ich 3 Monate lang nicht gespielt habe. Oh, da müsste ich ja Raft auch wieder deinstallieren. Hi, Proken28, wie geht's dir? Könntest du Bin ich nicht hier solo in theoretisch mal Twitch? spielen? Proken28, ich glaube, du bist solo in Twitch. Aber hey, ich bin auch solo. Also, ne, ja, du verstehst. Valentinstag und so. Franzi ist vergeben. Die hat Kevin. Hast du was von Kevin bekommen? Nein. Mach Schluss mit ihm. Ich habe noch nie von ihm irgendwas bekommen zum Valentinstag oder Jahrestag. Von mir hättest du heute Chicken Nuggets bekommen, weil ich habe Hunger. Die müssen wir uns aber dann Also, teilen. ich habe einmal was von ihm bekommen, da waren wir aber, ich glaube, erst kurz zusammen oder halt noch gar nicht zusammen. Da hat er mir so ein Armbändchen geschenkt mit einem Wolf drauf und das war's. Ist der Sitzer gerade neben dir? Nein. Ach so, deswegen kannst du schlecht über ihn reden, Ich ohne könnte auch das. über ihn schlecht reden, wäre er hier. Okay, Facecam LP, hi, wie geht's dir? Also mir auf jeden Fall soweit ganz gut, Dankeschön der Nachfrage. Olle, jetzt nenn mich Linja, wenn du noch einmal H-Punkt sagst, gehe ich wieder Supir. Du kannst auch ruhig generell Supir, also ne, ich halte dich nicht auf, Supir zu gehen. Du kannst ja auch Multistream machen. Dann wechsle ich halt auf YouTube. Ach, hi, J und J. Oder J&J. Nee, was heißt J auf Englisch? J, ne? J. J, J, G, J, G, G, ne? J, glaube. Ich habe keine Ahnung. J ist eigentlich wieder ein männlicher Vorname. Ich kann leider Nein, es immer gibt noch auch nicht Krakos Weibchen. MP spielen. Warum das nicht? Bis zum 16.02. bist du noch gesperrt. Also kannst du theoretisch am Sonntag wieder spielen. Wahrscheinlich Sonntag spät abends, da wo du eh schon wieder schläfst. Danach ist wieder. Ne, du weißt schon. So, was wollten wir tun? Was wollten wir tun? Ich habe vergessen, was wir tun wollten. Genau, SpitV. Ich wollte halt mal seit Ewigkeit mal wieder SpitV starten. Ich weiß gar nicht, ob das Teil noch funktioniert. Weil das jetzt auch noch updaten musste. Bitte beende ETS plus Telemetrie und starte danach SpitV erneut. Ach so, es ist ein Update verfügbar. Mache ich das jetzt wirklich? Ach, wir brauchen kein SpitV, oder? Wir fahren ohne SpitV. Wir brauchen schon SpitV. Aber es wäre trotzdem cool, wenn das andere Programm funktionieren würde. Aber ich glaube, dafür muss ich auch Telemetrie offen haben. Kann ich Telemetrie starten ohne ETS? Bitte klicke einmal auf Telemetrie neu installieren, um Berechnungsprobleme zu beheben. Ach nee, oder? Ah, das geht doch so. Wir brauchen, glaube ich, nur Telemetrie. Keine Verbindung zum Spiel. Ach, macht er doch nicht. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht. Ach so, 16:30 Uhr schätzt du, dass du entbannt wirst, okay. Naja, kannst du Sonntagabend noch ein bisschen spielen. So, wo stehen wir eigentlich? In Westeros, okay. So, das erste, was man machen sollte. Ach du Scheiße. Hört ihr das? Ach du Scheiße, was ist das für eine schlimme Musik?
Ich muss ganz kurz. Geh aus. Och, Mann. Habt ihr das gehört? War das nicht schlimm? 12 plus heißt 12 Jahre oder älter. Machst du Sonntag einen Livestream? Sonntag weiß ich gar nicht. Also ich gehe davon aus, aber ich weiß nicht, was ich da streame. Bei euch auf dem TS gibt es ja 12 plus, aber was ist das? Ach, wurde schon erklärt, wa? Ich hatte tatsächlich bei ETS noch nie einen Bann in meinem Leben gehabt, ne? Also da bin ich sogar ich ein bisschen... Ich glaube, ich einmal, aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. Warum ignorierst du mich? Ich ignoriere niemanden. Wie geht's, hast du geschrieben? Habe ich dich schon geantwortet, dass es mir recht gut geht und wie es dir geht? Ich glaube schon, oder? Weil da könnte ich vielleicht mitspielen oder so. Ja, wir gucken mal, ne, ob wir Sonntag... Franzi, ich weiß aber, ob es... Ich weiß aber, ob es 14 oder 16 ist, was dann eins höher ist. Musst du nicht verstehen, ich habe ihm schon geantwortet. Aber ich verstehe es trotzdem, ich glaube 12, 14, 16, 18. Ja, die Altersgruppierung. Na, 14 haben wir nicht. Was es alles gibt. Okay, da war ich mir halt nicht gerade sicher, was es alles gibt. Na, wir haben die offiziellen, die es auch so laut Gesetz gibt, ne? Also okay, 6 fehlt aktuell. Ja. Aber 6 müssen wir auch nicht aufwärts bei uns im TS haben. So, gut. Olli, was brauchen wir nochmal für Multiplayer? Twakas MP. Noch irgendwas? Twakas MP. Außer du willst auch, Promods spielen, dann musst du noch Promods runterladen, aber das dauert eine geführte Ewigkeit. Passwort. Außer du kaufst es dir für 1 Euro. Dann geht's schnell, aber sonst. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Aber ich muss 22 Euro bezahlen. Was ist denn hier kaputt? Motor 5 Euro und Getriebe 3 Euro. Ach, die Räder, okay, 14 Euro. Ja gut, bekommen wir hin. So. Ich will jetzt noch ein bisschen mein Design ändern. Wir haben nämlich Valentinstag. Falls ihr es noch nicht wusstet. Heute ist Valentinstag, ja. Oh. Es gibt total wenig Valentinstagsdesigns. Alles ein bisschen mehr. Eins hatte ich gesehen, was so eigenermaßen. Hier mit ganz vielen Herzchen drauf und so weiter. Ist das nicht schön? Das nehmen wir doch. Fahrt ihr Promods oder normal? Wir fahren normal jetzt. Tatsächlich. So. Und so wie ich mitbekommen habe, will Franzi auch fahren. Was macht eigentlich Fortnite, Franzi? Ist Franzi schon wieder gemütet? Einfach so? So ganz frech? Nee, eigentlich nicht. Hi. Hallo. Hi. Hi. Da haben wir das Bild. So. Mann, warum macht das immer nicht so, wie ich das will? Jetzt macht das so. Nee, aber alles gut. Ach so, sorry. Ich wollte dich nicht ignorieren. Augimark Äpfel fällt... Achso, die Nacht hatten wir schon. Mein Bann war am 19. Oktober 2017 bis zum 10. Oktober 2017, 18.50 Uhr. Ja gut, dann bist du frühzeitig wieder frei. Ach, du bist doch gar nicht gesperrt. Das war doch Facegamer. Ich lese hier die Nachrichten schon durcheinander. Hi, bin wieder bei 29,1 Grad. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nein, treu. Und gute Besserung. Was? Was? Na, vielleicht schaffst du ja noch die 14. Nein, Quatsch. Werd ja schnell gesund, gute Besserung auf jeden Fall. Also wenn so 40 kommt, sollte sie ins Krankenhaus. Dann sollte sie schon längst im Krankenhaus sein. Nein, aber das wird nicht passieren. Sie ruht sich aus, ja, und sie wird ganz schnell wieder fit. Also, ich hatte übers Wochenende, ich glaube 39,6 oder 7. Und als ich dann 40,6 hatte, hat meine Mama mich eingepackt und ins Krankenhaus gefahren. Ja,
Der hat mich dann auch direkt an den Tropf gelegt. Ach, Irene ist auch noch da. Also die sind irgendwie alle krank derzeit, ne? Ich lese von jeder Person, ich bin erkältet und bin deswegen zu Hause. Ich bin erkältet, ich bin erkältet, ich bin erkältet. Vielleicht wie im Wetter. Ja, Wetterumschwung, dann... Es soll jetzt halt jetzt wieder warm werden und dann soll es wieder kalt werden. So, du musst ja noch installieren, ne? Dann fahre ich erstmal eine Tour. Bei mir ladet noch runter 4 Minuten. Ja, nee, ich fahre dann erstmal eine kleine Tour. Dass ich so in die Gegend komme, wo du überhaupt mitspielen kannst, weil ich bin hier. Obwohl, Schweden hast du, glaube ich, auch. Ich habe alle. Du hast alle? Auch Russland? Ja, ich habe alle. Türkei auch? Was muss ich aber machen beim Installieren? Du musst beim Installieren erstmal... Ich habe Bock, nach Österreich zu fahren. Du musst da erstmal berücksichtigen, beim Installieren, dass du den Steam-Ordner auswählst, da wo das Spiel installiert ist. Ah, da muss ich noch warten, bis er fertig installiert hat. Ja, du solltest das eine erst fertig haben, bevor du das andere machst, ja. Das auf jeden Fall. Ja, wäre mein WLAN-Stick nicht abgeschmiert, wäre es eventuell schon gedownloadet gewesen. Ich muss mir endlich mal einen neuen kaufen, der besser ist und nicht dieses Mini-Teil da. Muss ich mir noch heute bestellen. So, ich fahre jetzt eine recht große Tour von Westeras bis nach Klagenfurt runter. Und ich vermute mal, dass irgendwo dazwischen, weil das Gute ist, Franzi kann sich ja mittlerweile auch jede Werkstatt kaufen, alles kaufen, was sie will. An Garagen. Na doch, du kannst alle Garagen kaufen, auch wenn du nicht dort bist, weißt du, was ich meine? Biege nach links ab. Ah, so, aber dafür habe ich kein Geld. Ich muss Licht anmachen. Oh, ich war fast gebannt worden. Immer geradeaus. Hat ja gut angefangen. Ach, hier ist gerade frei. Ich war fast gebannt worden, weil ich kein Licht anhatte. Demnächst rechts abbiegen. Und das gleich zum Beginn des Streams. Obwohl gebannt nicht nur gekickt, ne? Gebannt wird man ja nicht so. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Das wäre hart, oder? Du hast kein Licht angemacht und wirst sofort komplett gebannt für eine Woche oder so. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So. Nach rechts ab. Wartest du 5 Minuten ungefähr? Ein paar Minuten kann ich ja noch warten. Obwohl, dann kann auch Franzi nach Westeras kommen. Franzi kommt dann nachher auch noch dazu. Und. Zeit zu gehen. Ich habe übrigens heute, ich wollte schon viel früher streamen, aber ich habe noch ein bisschen was an die Alertbox geändert. Ja, ich werde nur gekickt, ich weiß. Gebannt wäre ein bisschen hart. Wir sind Simulation 1. Also ich. ich habe an der Alertbox ein bisschen was geändert, dass jetzt teilweise andere Sounds kommen. Und, Franzi? Hm. Wie weit ist die animierte Klarsichtfolie? Ich will eine animierte haben, weißt du, die so rumhüpft. Ich bin doch gerade dran wegen einem Tab. Ach so. Da könnte ich animieren, aber wie gesagt, ich spare hier seit einem Jahr schon drauf. Wollen wir einen Spendenstream machen für einen Tab für... Obwohl, dann findest du wieder... Ach nee, das Tab musst du doch ein bisschen warten, weil ich habe es gerade jetzt Switch entdeckt mit dem Spiel so und so. Ja, also wäre halt nicht ständig irgendwas kaputt gegangen hier in der Wohnung. Vor allem nicht diese scheiß Waschmaschine. Na, die habt ihr ja schon. Ja, klar, aber das waren auch wieder 400 Euro, die jetzt weg sind. Aber warte, wir machen jetzt mal einen Aufruf. Wenn jemand zufällig in der Nähe von, also in NRW wohnt, in der Nähe von Aachen, bitte einmal bei Franzi melden, weil sie braucht jemanden, der ein bisschen Muskeln hat und eine Waschmaschine nach oben tragen kann. Dankeschön. Der Termin ist schon vergeben. Aber vielleicht ist es kostenfrei für dich und du musst kein Geld dafür bezahlen. Das Problem ist, es muss über eine Firma sein, sollte was passieren. Das passiert ja nichts. Wenn das ist trotzdem uns relativ egal. Wir haben ja am Anfang, als wir rumtelefoniert haben, hat es ja uns zu viel gekostet, weil ganz ehrlich, über 100 Euro bezahle ich nicht für eine Waschmaschine hochtragen zu lassen, die 10 Stufen da. Dann habe ich einen Aufruf auf Facebook gemacht. Und auf Facebook haben sich halt viele gemeldet. Das Problem ist aber, was ist, wenn sie halt das fallen lassen?
Dann ist halt diese Maschine kaputt. Nee. Ja, dann, halt die ist kaputt, aber jede normale Person hat eine Haftpflichtversicherung. Ja, aber wer kommt da halt dafür auf dann halt? Die Person, die es kaputt macht. Und jetzt haben wir halt jemanden gefunden, der macht es für 20 Euro, trägt die neue hoch und trägt die alte runter. Ach so, ja gut, das ist der ganz normale Service, wenn die da gleich mitgenommen wird. Das ist dann okay. Der normale Speditionspreis. Mitnehmen tut es nicht. Ach so, das nicht? Dann ist es doch nicht okay. Weil sie kenne ich das normalerweise, dass die halt gleich mitgenommen wird. Nein, es gibt bei uns hier ein Laden, da kannst du die alte Maschine hinbringen, da kriegst du noch Geld dafür. Ach so, okay. Also dann bekommst du dann wahrscheinlich das Geld wieder raus. Ach, Borken ja, steht hier schon. Wir haben angerufen, hat gesagt, so 30 Euro kriegen wir für unsere Altmaschine noch. Weil ich meine, sie ist ja noch in gutem Zustand. Sie ist halt nur kaputt halt mit diesem Dings da, ist hier draußen. Ja, okay. Hi Olli, bin J und J vom Chat. Ach so, okay, das bist du also. Dann bist du schon mal da. Dann fehlt bloß noch Augapfel. Augimarkapfel, meinte ich. Augapfel. Augimarkapfel, so rum. Ich bin auch gleich da. Okay, dann ist Franz auch gleich da. Dann warten wir noch kurz. Ich stehe in Westeras, ja. Westeras, ja. So heißt der Ort. Er möchte, dass ich den Ordner von ATS markiere. Ich habe aber gar kein ATS. Nee, musst du nicht. Du musst am Anfang nur das Spiel anhaken, was du installieren möchtest. Das heißt, automatisch ist... ATS 2. Ach so. Dann weiter. Und dann kommt, please select your ATS. Dann start nochmal neu. Dann musst du am Anfang, ganz am Anfang, sind automatisch beide Haken bei ATS und ETS gesetzt. Bei ATS musst du rausnehmen. Das musst du ATS auch mit verbinden. Ja, mach ich nochmal. Warte, du musst kurz Hänger holen. Ja, mach ruhig. Franz ist auch noch nicht da. Alles gut? Ja, jetzt geht's. War noch der Haken drin, oder? Bei ATS? Nein, war er nicht, aber er hat es draußen nicht erkannt. Und jetzt durch Neustart war alles gut. Ja, super. Ja, dann kann ich mal Discord, mach ich noch einen Link. Aber wenn Fabi jetzt nicht da ist, ne, dann verliert sie ja knallhart Stunden, die sie sammeln könnte mit ihrer Anwesenheit. Übrigens, das Tool, was wir jetzt hier im Chat haben, das haben wir jetzt auch in Discord drin, ne? Also da geht es aber mehr darum, umso mehr man schreibt, umso höher steigt man vom Level. So, bin kurz tanken noch. Ja, Augemacher. Sind wir beide in Discord Götter? Wieso sind wir Götter? Ja, wegen Aktivität und... Zählt erst ab heute. Ich bin noch Level 0. Ich muss noch eine Chatnachricht schreiben und ich bin Level 1. Okay, warte. Wo muss ich reinschreiben? Willkommen. Es ist egal, wo du reinschreibst. Ich schreibe jetzt mal kurz eine Nachricht. Okay. So, ich müsste jetzt... Da, Ranking. Siehst du, da kommt eine Nachricht. Hä, Ranking? Klar nicht wohl, you just advanced to level 1. Hi. Normalerweise kommt sogar noch mehr. Normalerweise sollte man sogar ein Bild sehen mit dem Level-Status. Ach, das kommt wahrscheinlich, wenn man Ausrufezeichen Rank eingibt oder so. Mal kurz testen. Ja, siehst du? Ich bin Level 1 geworden und bin Platz 1. Naja, ich wurde sogar privat angeschrieben. Siehst du, läuft. Ich bewege mich mal ein bisschen im Spiel, sonst werde ich noch gekickt. Ist diese Musik laut? Welche Musik ist laut? Au. Ich weiß nicht, was du gerade... Achso, von ETS, wenn du startest. Ich höre dich nicht mehr. Ach ja. Aha, ich muss diese Scheiße wieder reinkopieren. Achso, das Ad-Zeichen geht wahrscheinlich weiterhin, nicht? Ich weiß nicht, wie man einen Fehler schon über Jahre haben kann, aber man bekommt es nicht behoben, dass man ein Ad-Zeichen schreiben kann. Hier ist das Spiel zwangsbeendet, es hat sich erhangen. Dein Ernst? Ja. Ich wollte das Ad-Zeichen reinmachen und schon ging nichts mehr. Komm. Oh Mann. Sie schafft das noch. Moin, kann man mitspielen? Natürlich kann man mitspielen. Simulation 1. Wir stehen in Westeras und fahren gleich Richtung Österreich. Ah,
J und J muss auch das Game durchstarten. Ja, aber wie kann man so lange diesen Fehler drin behalten? Ich vermute mal, dass das kein Fehler ist, sondern dass das Spiel einfach nur auf Englisch eingestellt ist. Also auf englische Tastatur. Das heißt, du musst rausfinden, wo das Add-Zeichen auf einer englischen Tastatur ist und dann funktioniert es wahrscheinlich. Ja, kann gut sein. Aber frag mich nicht, wo auf einer englischen Tastatur das Add-Zeichen ist. Da bin ich raus. Weiß ich auch nicht. So, wenn Franzi dann auch gleich da ist, dann hoffen wir, dass Franzi... Hörschaden habe. Dann hoffe ich, dass Franzi eine Tour Richtung Österreich hat. Ich muss ein neues Profil anlegen. What the fuck? Oh, heiße Chicas. Ey, dein Ernst? Dann kannst du ja gar nicht fahren. Großartig. Wieso sollte ich da nicht mitfahren? Keine Ahnung. Ja, also du musst erstmal 2 Stunden dann im Singleplayer spielen. Muss ich gar nicht. Nee, ich weiß, aber du hast dann keine Kohle, gar nichts. Wir können ja nur kleine Touren fahren. Ist mir doch egal. Du musst dein Profil ist die noch... Ist Musik so laut? Mach die Musik doch aus. Würde ich gerne. Game neu starten musst du, wenn Profile kommt, wird hier gerade geschrieben. Aber ich frage mich jetzt gerade, hattest du, du hast den Rechner neu aufgesetzt, oder? Ich? Ja. Ja. Okay, gut, dann haben wir wirklich ein Problem. Dann kannst du Maximum Touren fahren von 2 Orten oder so, weil du alles erst wieder neu freischalten musst. Ah, macht mir nichts aus. Ja, aber dann ist es doof, wenn wir jetzt hier in Westeras starten, weil du da noch gar nicht hinkommst. Also du kannst niemals eine Tour von Westeras bis nach Österreich fahren. Warte mal, bis ich die Musik leiser gestellt habe. Okay, wir warten. Bei mir landet das Spiel nicht mehr weiter. Ja, wir können in Kassel starten. Und hi Sarah, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Am Freitag, Nachmittag, am Valentinstag. Ich hoffe, du hast etwas bekommen. Genauso wie die anderen. Ich habe auch was bekommen. Ich habe Eistee bekommen, was ich jetzt zu mir nehmen werde. So, nee, das ist bei ihr kein Bug, das ist bei ihr normal, weil sie das Spiel neu installiert hat und sich wahrscheinlich kein Backup gezogen hat von den sag doch mal, du weißt schon, in den Dokumenten von den Profildateien. Nö, habe ich nicht. Dynamo, hi, wie geht's dir? Wir sind nicht im Test, wir sind in Discord. Ich glaube, wir müssen dann doch die Fracht abbrechen und. Oder wir fahren einfach los. Und wir treffen Franzi dann irgendwo in Deutschland. Am besten in Mannheim. Mannheim? Ja. Es kam auch schon eine Anfrage, ob wir über Kassel fahren. Also, ich bin jetzt auf dem Server drauf. Mannheim ist ja nur ein kleiner Umweg. Ja, dann fahren wir über Kassel-Mannheim. Das passt sogar ganz gut. Kassel-Mannheim. Ah. Ja, machen wir. Dann fahre ich jetzt schon mal los, ja? Los. So. Biege nach rechts ab. Geheiligt werde Gott. Meine armen Ohren. Hast du den Sound endlich mal runtergeschraubt? Ja, jetzt. Ich kam jetzt erst ins Spiel rein. Der wollte mich nämlich erst noch durch ein Tutorial schlagen. Dann mit hat Sound. Er gemeint, er müsste mir drei... Oh, ich muss Licht anmachen. Wie geht nochmal Licht? L. Für Licht. Ja, oder Light. Dann hat er mir 3 Ladebildschirme angezeigt. Dann hat er mich gefragt, wo ich spawnen möchte. Und dann hat er mich nochmal gefragt, ob ich ein kleines Tutorial möchte. Und jetzt muss ich von Mannheim nach Mannheim fahren. Ja, dann mach das erstmal in Ruhe. Du hast ja dann auch noch keinen eigenen LKW. Dann treffen wir uns nachher in Mannheim, ja? Du fährst erstmal so eine halbe Stunde kleine Touren. Dann sind wir da. Die 3 Kilometer. Achso, okay, das ist ja machbar. Ich schalte dich nochmal um.
wir haben, glaube ich, jemanden in der Eingangshalle. Okay. Könntest du mal gucken, ob jemand in der Eingangshalle ist, in Discord? Ja, ist es, aber ich fahre nur kurz das Ding zu Ende. Okay, du bist gleich gezogen. Wie kann ich umschalten? Hallo. Ach, egal. Ich fahre jetzt mit Gang A10 durch die Stadt. A10? Ja, die A10 ist hier, ist hier bei mir in Oranienburg, ne? Und Berlin und so, ne? Das ist der Berliner Ring, nein, sozusagen. Gang A10. Ja, ja, und das ist auch gleichzeitig eine Autobahn bei uns. Ja, so wie die A8. Einfach in den Warteraum gehen, Franzi sieht dann gleich, sofern sie die Fracht von A nach B gebracht hat. Hi. Hallo. Hey. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich glaube, ich muss mir einen Controller kaufen. Ulilein. Also, ich bin seit 5,5 Stunden wach, also. Ach so, dann bist du ja schon länger wach als ich. Ja, ich habe jetzt von Level 100 gemacht, dann haben sie den Server runtergefahren, keine 2 Minuten später und jetzt habe ich erstmal die Bude aufgeräumt. Ach so, okay. Hey, ja. So genau wie ich. Ja. Weil ich könnte auch mehr aufräumen, aber ich habe keine Lust. Heute ist Valentinstag, was hast du geschenkt bekommen? Ein ganzes Büschel Haare auf meiner Couch von meinen Katzen. Das ist doch schön. Ja, ne? Sarah hat geschrieben, mir geht's gut und ich hab nix bekommen. Single, oh mein Gott! Gott? Muss ja nicht gleich so stöhnen. Aber ich hab heute den Schultag überstanden, nach 3 Stunden Französisch. Oh, mein Beileid. Alter, seid ihr laut. Ach, wir sind nicht laut. Mm-mm. Laut ist was anderes. Also auf dem TS bist du leiser, Olli. Wirklich? Jetzt bin ich wirklich laut? Du bist... also... für, so, musst du gut stehen bleiben. So, Franz, wir sind gleich in Mannheim. Ja, ja, mein Spiel hat sich kurz... sind, glaube ich, bloß noch circa 2000 Kilometer. Dann sind wir da. Na, ungefähr so 1600 bis Mannheim. Ja. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit und nochmal Gesundheit. Danke, danke, danke. Es kommt nochmal, es kommt nochmal was. Los, Woody, Sykes, du kannst es. Ich sehe euch nicht mehr. Immer geradeaus. Wir fahren immer geradeaus. Ja, aber ihr seid 600 Meter von mir entfernt. Ja, wir werden langsamer, wir werden langsamer. Ich glaube, ich hätte nicht aus dem Spiel tappen sollen. Das habe ich auch heute gemacht. Bei mir ist es immer so, ich merke immer, wenn meine Grafikkarte ein Update braucht, ja, wenn ich aus dem Spiel raustappe, in YouTube rein oder weiß ich was, ja, dann flackern beide Monitore, ne, und irgendwann kacken alle Programme ab und dann weiß ich, okay, die Grafikkarte braucht ein Update, danach geht's wieder. Das ist immer so ein Warnsignal, weißt du, mach ein Update oder ich mach Probleme. Ja, das ist bei mir nicht, ich glaube, die Prosa und Spiel vertragen sich halt auch nicht. So, Broken sieht man schon wieder. Nächste bitte raus, muss Handy-Ladekabel holen. Und das. Achso, nächste raus ist jetzt gerade zu spät. Aber ich kann jetzt rechts ranfahren. Das ist irgendwie funktioniert bei mir der Bot nicht. Mit den Stunden. Ausrufezeichen Folie. Ja, ja, aber ich bin seit 2017 dabei und habe 0 Stunden. Ja, ja, das ist seit diesem Jahr. Richtig, der ist erst nicht nur seit diesem Jahr, sondern seit 2 Wochen oder so. Oder 3 Wochen. Ja, passt. So, dann warten wir mal kurz. Wir halten mal ganz kurz an, dass er sein Ladekabel holen kann für Discord. Immer geradeaus. Ja, moin. Was mache ich jetzt? ETS starten. Was hältst du davon? Oh, wie? Boah, wie hell, lol. Nächste bitte raus, muss Handy-Ladekabel und Diskutieren. 2%. Achso, okay. Außerdem tut ihr garantiert wieder irgendwo rum, wo ich nicht hinkomme. Gar nicht, wir ein bisschen in Deutschland, in Mannheim. Extra für mich. Also, noch nicht. Noch sind wir in Schweden. Du hast kein Deutschland? Really, Kendra? Bist du verarscht? Dann hat sie das Hauptspiel noch nicht mal. Ja. Meine Folienpunkte, wie viel hast du denn? 1400? Ja, es kommt doch bald die ganzen Funktionen mit dem Punkt, dass man die auch wirklich nutzen kann. Jetzt könnt ihr nur sammeln, aber bald könnt ihr sie auch nutzen.
Ja, dann gibt's Socken unterschrieben von Olli. Nee, dann hat man die Möglichkeit, irgendwelche Emotes in den Chat reinzupacken. Also nicht in den Chat, sondern in den Stream direkt. Ja, oder irgendwelche Sounds reinpacken und so weiter. Du hast 4 Stunden. Ja. Für einen Mod ist das schlecht, ne? Franzi, ich kann dir auch über Discord ein Savegame schicken. Ich habe gefühlt 800 mehr mit drin. Möchte ich nicht. Das ist scheiße. Ah, da kannst du jetzt aber schon mal fahren. Und dann kannst du später auf einen anderen. Möchte ich nicht. Nein, halt dein Maul. La, la, la. La, 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 la. Nein, ich hasse Savegames. Ich mach das lieber selbst. Du machst das lieber selbst? Ach ja, Kevin ist gerade nicht da. Ja, sorry. Ich bin wieder ruhig. Seid ihr in Mannheim? Nee, wir sind doch nicht in Mannheim. Wir stehen hier gerade noch. Ist Augapfel wieder da? Warte. Okay. Wir sind eure Pro. Kurz dahinter. Ja, weil ich dann halt mir einen kleinen Auftrag jetzt raussuche. Ja, dann fahr erstmal einen kleinen Auftrag. Wir haben noch ein paar Meter bis nach Mannheim. Wir sagen, wenn wir da sind, okay? Ja, ich kann nur nach Köln oder Mietz oder Stuttgart fahren. Ja, dann fahr erstmal die kleinen, dass du schon Level 2 oder Level 3 oder 4 bist. Und dann sind wir bei dir. Okay? Okay, ich fahr nach Köln. Ja, ich glaube, wir fahren auch weiter. Ich hoffe, Augapfel ist wieder da. Nee, ist er nicht. Ist er noch nicht? Augapfel! Mann. Augi mag Äpfel, meinte ich. Wo bist du? Ja, nimm doch Äppeli. Sick mal bitte Discord-Link. Warte, ich mach schnell. Du musst mir allerdings kurz die Nummer ansagen von dem. Und den Namen, weil den habe ich mir nicht. Einfach nur Ausrufezeichen Dis. Einfach Ausrufezeichen Dis in YouTube eingeben und du hast es. Mark. Was ist denn jetzt los? Äpfel. Hashtag. Hat man einen Auflieger verloren? Ja, tatsächlich. 4, 6, 8. Fertig zum Losfahren. Ich schreibe mal kurz einmal Ausrufezeichen Dis in den Chat. Ich hatte schon wieder Angst, dass meine Serverliste voll ist. Okay. gut, das ist jetzt ein Problem. Ich kann den Link nicht schicken, weil ich keine Rechte dafür habe. Der Link steht im Chat. Ich weiß nicht, ob er noch im Chat ist. Ja, das ist dann. Wo wolltest du denn den Link hinpacken? Ihm persönlich schicken. Aber ich habe keine Rechte, um den Link zu erstellen. Warte, wir machen einfach mal Copy-Paste. Discord. So, da muss ja dann wahrscheinlich unter. Wie wolltest du ihn das persönlich schicken, frag ich mich gerade. Er hat seine Nummer und seinen Namen reingeschickt. Ach so. Das heißt, okay. Ich habe ihn geedit und würde ihm den persönlich schicken. Aber wenn du es ihm persönlich schickst, dann brauchst du ja keine Rechte eigentlich, ne? Du musst mit ihm befreundet sein, glaube ich. Ich muss aber den Link erstellen und dafür habe ich keine Rechte. Ach so, ne, der Link steht ja im Chat. er ist sicherlich noch im Stream, er kann das sicherlich abtippen. Oder da einmal raufdrücken. So. Ach, da ist er doch schon. Willkommen. Ja, das. So. Tag. Hallo. So. Hallo. Hallo. Ah. So, ich läuft. Ich dachte schon, mein Mikro stürzt schon wieder. Ach nö, alles sieht alles gut aus. So, dann kann es jetzt weitergehen.
Fabi, warum bist du schon wieder da? Du musst dich ausruhen. Fabi, warum bist du schon wieder da? Ich höre mich doppelt. Ja, doch von Augie. Ich hab vergessen, den Chat leise zu machen. Olzilo, morgen, morgen, schönen Tag gewünscht und unfallfreie Fahrt. Vielen Dank dafür. Du bist auch schon lange nicht mehr mitgefahren, ne? Wie geht's dir eigentlich so? Ist eigentlich noch Daniel dabei? Also ab und zu fährt er noch mit. Okay. Immer geradeaus. So, jetzt ziehen wir durch ohne Pause, dass wir in 5 Minuten bei Franzi sind. Du ziehst ganz schön nach Köln kommen. Ja, ja. Ich muss nach Kassel. Wir sind bald da, Franzi. Wir sind schon. Wir haben bis noch ca. 2000 Kilometer. Sind wir schon da? Nach Kassel sind es auf 1300. Also wenn ihr so lange nach braucht, dann kann ich jetzt auch vorher kurz Essen holen. Du könntest dann auch vielleicht sogar nach Kassel fahren, dann können wir uns in Kassel treffen. Dann fährst du ein bisschen in unsere Richtung. Kommt drauf an, wie lange ihr braucht. 1300 Kilometer. Ja. Also eine Stunde. So lange braucht man nicht, wir sind schnell. Doch, wir brauchen ja. So lange. Ich sehe es noch, ihr fahrt mit 160 durch die Autobahn. Ich habe die Kurve bekommen. Oh Mann. Hi Teddy, wie geht's dir? Laut? Nein, ich hab dich mal zur Sicherheit rausgemufft. Ach so. Ja, Fabi. Meine Nachbarin war da. Hat die Schraubenzieher ausgeliehen. Fabi, wenn du die Tablette wenn du die Tablette erst mal ein paar Minuten genommen hast, dann kann die noch nicht wirken. Das dauert mal ein bisschen. So, was sagt eigentlich mein Benzin? Okay, sieht gut aus. Ja, ich hab vorher bei der Garage noch getankt. FSK 12. Aha. Okay. Mir prima und dir? Ja, mir auch noch. Also noch. Ich habe immer so Angst in den Kurven, dass wegen dem Retarder, dass mein Heck ausbricht. Oh, du, wie oft ich schon. Ich bin letztens eine Strecke von 2000 Kilometer gefahren und kurz vorm Ziel ja einfach mal irgendwie umgekippt, ne? Immer geradeaus. Typisch, Olli. Ja, das Dumme ist, dass dann die komplette Fracht, also nicht die Fracht, aber der Auftrag ist im Eimer, weil du danach den Auftrag nicht mehr dran hast. Ach so, war das ein World of Trucks Auftrag, oder was? Ja, ja, richtig. Ich muss gleich mal Augie leise machen. Du brüllst mir gerade so die Ohren voll. Ich bin total ruhig und leise und entspannt. Ich mein Augie. Du? Ach so. Ruhig, leise, entspannt? Ja, natürlich. Ah, ja. Ich habe auch schon überlegt, einen Scooter zu holen, damit Caravan einfach zu fahren. Ja, ist glaube ich möglich bei Simulationen, ne? Oder vorher, weil wir an doch, klar. Ja, sag ich das. Also Standstreifen angehalten sind. Ich hab, klar, sind hier. Ich war im Chat, hab Escape gedrückt. Und auf einmal lenkt mein ganzer LKW nach links. Oh Mann. Klar sind auf Simulation 1 Autos erlaubt. Franz, wir sind fast da. Scheiße. Wieso fährt eigentlich der mit Lenkness-Trailer ganz hinten? Was ist das? Wieso fährt eigentlich der mit Lenkness-Trailer ganz hinten? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich der am schwersten ist. Nee, der hat nur Watte im Transport. Was habe ich denn eigentlich drauf? Du hast ein Tandem dran. Ich habe direkt 2 Auflieger. Ah, ich trage 5. Ich habe 15 Tonnen Böen. Oh, da kommt ein Gegenverkehr. Ich habe 5. Ich habe 5 Tonnen, aber dafür Doppeltrailer. Eigentlich wollte ich ja HTC fahren, aber ich glaube, für einen Konvoi wäre es zu viel. Biege nach rechts ab. Ist HTC der komplett längste? Ja. Hättest du machen können, ich fahre auch mit dem. Oh, das kann sein. Das hat gerade Lenkradgeräusche gehabt. Ups. Oh, ja. Oh Gott, war das klein. So.
Was meint Teddy eigentlich mit wieso noch? Hallo. Achso, wieso es mir noch gut geht, meinst du wahrscheinlich, oder? Olli? Ja. Was willst du denn für ein Tempo fahren? Willst du 110, also Max, oder? Na, ich kann nicht 110, ich kann nur 90 fahren. Ich hab extern. Ah, stimmt, das ja. Warte. Trucks. Aber ich halte dir gerade mit 110 hinterher. Was hast du für ein Kennzeichen gemacht bei World of Trucks? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da steht Klarsicht drin oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich will mir bald mal Baltic holen. Nee, für mich lohnt es sich nicht. Ich hab das Going East, ich hab Skandinavien und das Frankreich. Ich bin nicht so der Langstreckentyp, deswegen lohnt sich gar nicht. Ja, ich will mir Baltic, weil den Rest der TLCs habe ich schon für Promats. Achso, ja, für Promats fehlen mir noch 3, glaube ich. Na, Promats brauchst du Going East. Italien, Baltik und Skandinavien. Ja. Und ich hab halt alle außer Baltik. Ja, ich hab 1 Euro ausgegeben für Zeichner. Und jetzt fehlen mir. Und Franzi, welches Level bist du schon? Oder an Apfel? Bin immer noch am Fahren nach Köln. Ach so, ist es so weit für dich, ja? Noch 70 Kilometer. Ja, mit nur 60 ist es halt scheiße. Ja, okay, das stimmt. Wir können ja Duisburg-Calais fahren. Oh, vor allem mit diesem Yusuf. Das war echt nicht schlecht. Ich fahr Duisburg-Calais mit 40 FPS. Warte, was hat Frank? Wie viel ist auf Duisburg-Calais gerade? Oh, ich glaube 150. Ich glaube 150 ist gerade. Was schätzt ihr, wie viel sind Duisburg-Calais allgemein gerade? Keine Ahnung. 80, 90. Die Strecke oder die Städte? Die Strecke. 120. Ja, man kann doch online nachschauen. Also, ich habe die App da auf dem Telefon. Ich guck mal kurz. Ja, ich hab die auch gerade. Ach so. Also Duisburg-Calais Road 138. Achtung, hier ist ein Stau mit 11 Spielern. Duisburg. Das ist wahrscheinlich Bahnübergang. Ja. Duisburg selber 123, 2 Staus mit 56 Spielern. Ja, Duisburg und Calais ist komplett rot markiert, ja? Ja. Oh, ich weiß also nicht, aber Calais ist schon mit 56 Spielern verstopft, was ist denn da los? Nur 56? Ja. Ja, eigentlich sind ja immer so 110. Aber Duisburg ist verstopft und Calais ist nur mild. Bei mir war es gerade noch verstopft. Ah ne, das ist die Straße. Nee, sorry, Duisburg Road steht hier. Immer geradeaus. Wie heißt die App nochmal? Ich bin gerade durch. Ja. Zwei Spieler sind online, steht hier. Wer ist denn das? Ah, Broken und Dotkiss. Oh, Franzi hat sogar eine Bewertung bekommen von 5 Sternen. Sich jetzt erst. Okay. Und da steht, dass du offline auf Steam bist, aber online im Game. Und du bist in Köln. Ja. Ja, yeah, fast. Ja, hier steht schon Köln drin. 20 Kilometer. Du bist seit 4.12.2017 bei Truckers MP. Und du hast die Rolle Admin. Wer ist er hier? Muss ich Angst haben? Ich. Die Ausfahrt rechts. Na, bei mir mit Edmund wird's eh nichts. Ich hab nicht die Zeit dafür. Ich werde die Zeit auch nicht. Ich spiel auch viel zu selten ETS dafür. Ja, ich spiel auch nur an den Wochenenden. Wenn ich Freizeit hab. So, Franz, wir sind die Autobahn schon runter. Wir sind jetzt gleich bei dir. Wie viele Kilometer noch? 1080 bis Kassel. Ja, aber es kommt ja noch eine Fähre von da, wo wir jetzt sind, nach
nach Köln. Wir fahren mit einer Fähre bis zum Rhein. Da ist er. Es gibt eine Fähre, die nach Köln geht? Nein. Ich dachte immer gerade schon. Aus. Bitte lasst mich alle durch. Da überholt einer gerade. Ob er den Überholvorgang schafft? Ich hatte rot. Du hattest rot? Ich wusste nicht, ob sie es grün oder rot waren, hab die Kreuzen überfahren und der andere hat angefangen zu hupen. Aber der leckt so, dass er trotz 110 schneller ist wie ich. Immer geradeaus. Das sind halt die Lecker. Die Lecker haben am meisten Geschlecker. Foka 0746. Du weißt ja, wer zuletzt lacht, hat den höchsten Ping. Ich deinstalliere das Spiel wieder. Warum? Ich habe letzte Rote Woche mit meinem Kumpel Server zuerst gebannt gespielt. Das war nicht so. So. Einer davon wurde für einen Monat gebannt. Irgendwie kriege ich die ganze Zeit hier. Ich fühle mich mit 90 so wie, keine Ahnung. Als ob ich fast stehe. Das ist ETS. Das ist normal so. Oder manchmal ist bei mir so, ich habe einen geilen PC und FPS geht manchmal hoch auf 50, wenn viele Spieler sind, aber währenddessen wechselt es die ganze Zeit zwischen 30 und 50. Habe ich die ganze Zeit so ein schnelles Gefühl, langsames Gefühl, schnelles Gefühl, langsames Gefühl. Das fuckt immer so ich ab. Ich habe im Innenraum gerade irgendwas mit über 70. Ja, wenn ich F11 drücke, ohne Namen, alles drum dran, habe ich 74. Willst du in oder aus? Innen. Fabi, hast du gefragt, wer alles da ist, außer Franzi. Es ist noch da Woken und... Ja, Augie mag Äpfel. Das reicht auch, wenn du Augie sagst. Okay. Überhol deinen, ne? Dann nur Augie. So. Olzilot, bei mir alles klar, hoffe bei euch auch. Bin meistens da, wenn es um ETS geht. Der Rest, was du machst, ist nicht so meins. Was hast du denn gegen Fortnite und so? Hallo? Fortnite ist scheiße. Hast du es da schon runtergeladen, Franzi? Nein. Immer definitiv aus. Ich habe letztes Mal geguckt, wie viel Stunden ich in Fortnite habe. Okay. Ich habe von Season 0 bis 7 gespielt und habe jetzt irgendwas mit 620 Stunden. Okay, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich habe. Wie viele Stunden hast du, ETS? 300. Selbst da weiß ich nicht, wie viel ich habe. Ich habe das Game seit 6 viel zu viel gezockt. Ich habe 300 Stunden, das liegt aber auch daran, normalerweise wären das über 400. Aber ich hatte das damals auf der Disc und das war nicht auf dem Steam-Account. Ja, hey, das willkommen im Club! Ich habe jetzt glaube ich 1000... damals alles auf CD. Hä, wer hatte das nicht? Ganz ehrlich. Wer hat schon seit ETS 1 gespielt? ETS 1 hatte ich damals auch. Ich auch. Als kleines Kind mit 4 Jahren habe ich das an meinem Elternsein... an meinen Eltern ihren PC gezockt. Können wir kurz recht stehen bleiben? Warum? Ich muss Augi leiser machen. Was sonst ist, habe ich gleich einen Gehörschaden. Aber du kannst doch schneller fahren, oder? Du kannst doch schneller als 90 fahren, oder? Vorbei. Ja, oder so. Weil ich will irgendwann bei Franzi ankommen. Danke, Kendra. Moin. Wie danke, Kendra, was hat's ist doch getan? Das, was du eigentlich fahren wolltest, oder? Hier im Double Trailer? Ich hab mir, HTC. Normale Aufträger. Also so. Normalen Aufträger, wie bei Klarsichtfolie jetzt. Und dann noch einen ganzen Aufträger hinten dran, würde ich. Okay, kann stimmt, ich hab hier... Einen Kredit oder mehrere Kredite annehmen? Du kannst mehrere annehmen. Okay, danke. Keine Ahnung, wie viele. Ich kann nur einen annehmen. Fuck. Ja, von den 400 Anfangs ja, umso höher du vom Level bist.
Kannst du euch auch mehr annehmen. Okay, da muss ich noch eine Runde fahren. Was denn ja ist bei Pia? Ach, verdammte. Wenn ihr das flüssig nehmen wollt. Kann man jemanden reporten, dass er Musik abspielt? Wer spielt denn Musik ab? Hier, per Voice-Dings da. Achso, ich hab den Funk ausgemacht. Wechsel einfach auf Funk 9, das ist deutscher Funk. Deutscher Rundfunk. Pierre wollte heute ganz lange streamen, also ich vermute mal, dass sie noch streamt. Verdammt! Wieso ist er jetzt geliebt? Really? Immer geradeaus. Was für ein Kanal. Torb musst du auf der Webseite bestehen. So ein Trick. Viel zu viel Aufwand. Ja. Hat fast perfekt gepasst. Ja, ich habe ja gerade nur die normale Apple-Kopfhörer als. Und dann weil davon das Mikrofon spinnt. Hört sie an wie Stimmverzerrer. Nimm die Ausfahrt rechts. Stand Mikrofon coming soon. Headset ist das Beste. Ich hab meinen Standmic mit dem Arm, den ich jetzt noch hab, seit 2017. Im täglichen Gebrauch. Und das läuft immer noch ohne ein Problem. Ich hatte noch nie Probleme damit. Olli, was streamst du heute noch oder streamst du heute nur ETS? Ich weiß es nicht. Also eigentlich wollte ich heute auch noch SSO machen und eigentlich wollte ich heute auch noch Fortnite machen. Wie was? Oh. Wenn SSO reinkommt, kann ich nicht wieder gehen. Der Typ bleibt Eva Mitte auf der Straße stehen. Mitten auf den Gleisen? Das darf man nicht. Nein. Das klang gerade so, als ob du es sagen wolltest. Ja, dann kannst du ihn wegen Blocking. Wenn er dich so. Ich wollte jetzt nicht das Fachwort sagen, wie es gehen, das in die richtige Beleidigung geht. Ja, ich habe ihn jetzt reported wegen Block-Dings da. Aber Blocken ist nur, wenn er wirklich dich komplett blockt, dass du nicht weiterfahren kannst. Ja, er steht vor uns und niemand kann es mehr weiterfahren. Achso, dann ist das richtig. Olli? Ja? Bis wann willst du ETS streamen? Ich weiß es noch nicht. Wie viel Uhr ungefähr? Ich leg mich da nicht drauf. Weil ab 21 Uhr wäre ich dann erstmal weg. Also nee, so lange bin ich nicht live. Okay. Ja, ich weiß ja nicht. Sonst wird's doch noch ein bisschen knapp, wenn ich doch auf was anderes spiele. Oh, ja. Bin ja am Steuer ungeheuer. Jetzt fährt er los! Really? Ich hab jetzt erst auf dem Handy die Nachricht bekommen, dass Broken mir eine Freundschaftsanfrage geschickt hat. Franz, wir sind gleich da! Ja, halt den Maul, Alter! ETS ist ein Rotz-Game! Nur Idioten! Vielleicht hat er nur eine Motorfehlfunktion gehabt. Aber für nur Idioten kann er das Game nicht. Klar, Motorfehlfunktion von 3 Minuten? Auf der komplette Autobahn? Geradeaus. Naja, da wollte ich mal anspringen, weil er 100% Schaden hat. Ah, leck der! Dafür gibt es Slash Fix eigentlich, ja. Und das sollte man im Not... Eigentlich dafür, es ist ja da. Ich nutze das durchgehend. Aber wenn es durchgehen würde, keine Ahnung. Die haben es ja auch so gemacht, wenn du es einmal machst, 500 Sekunden, glaube ich. Ja, ein paar Sekunden kannst du dann nicht nutzen, ja. Also ich weiß, dass 600 Sekunden 10 Minuten sind, aber was aber auch schon. Der Zug da unten lag übelst. Ich hab irre gesehen. Steffen hat jetzt schon Feierabend. Glasfolie weiß noch von damals die Lenkung vom ETS. Ja. Weiter nach vorne gegleitet ist. Mhm. Das ist bei dem Scania Truck Driving Simulator immer noch so. Und beim German Truck Simulator war das, glaube ich, auch so.
Ist das ein Ding, wo man durchfahren kann, oder muss man an der Schranke stehen? Ich weiß das nicht mehr, bis hier so. Ich weiß es auch nicht. No risk, no fun. Ich nehme die rechts. Komm mit. Wann kommt durch? Wann kommt durch? Ich hab schon einen Retarder gezuckelt, ob du jetzt gleich direkt stehen bleibst, dass ich die nicht. Wieso bin ich schneller als durchfahr. Tempomat 90 durchgehen. Ja, man weiß ja nie, vielleicht. Ja, es ist dunkel. Ich wusste nicht, 100% ist eine Schranke oder nicht. Das ist mich ein bisschen langsamer rangefahren. Aber ich hab. Auki hat die linke Spur genommen, ich hab die rechte Spur genommen. Plötzlich bin ich mit dem auf einer Höhe und die Leitplanke kommt mir entgegen. Oh, 5 Tonnen Top-Pflanzen. Wow, von Schweden nach Kassel Top-Pflanzen. Da ist der Transport teurer, als wenn man die selbst produziert. Echt? Ich habe mir vor 15 Minuten einen Tee gemacht, also mein Glas ist schon leer. Ups, ja, dann macht er einen neuen Tee. Wenn es nur ein Glas war, ist es auch ziemlich schnell. Ich habe heute mal 2 Liter von weggetrunken. Ich nicht. Wieso leben dann? Glaub mal, irgendwie habe ich das Gefühl, Kamillentee treibt schlimmer wie Kaffee. Ja. Was treibt schneller? Schlimmer. Schlimmer. Kamillentee. Immer gerade. Komplette Verwirrung. Ellie. Willst einer von euch das G920? Ich nutze gar keins aktuell. Ich habe G25, weil es damals so billig war, ist schon wieder. Ich habe es für 100 bekommen. Tipptopp, bloß der Rückwärtsgang geht nicht, deswegen muss ich die ganze Zeit mit 16 Gear-Splitter spielen. Aber trotzdem tipptopp. Weil beim G920 habe ich nämlich das Problem: vom Launcher wird es erkannt, aber nicht ein einziges Game erkennt es. Dann hast du es mit der Software zu kämpfen. Also wieso hat mein Lenkrad sich jetzt wieder dekalibriert? Alter, ich hasse das so krass. Ah, nee, doch nicht. Nimm die Ausfahrt rechts. Wieso müsst ihr hier abfahren? Ich muss geradeaus. Bei mir steht das hier abfahren. Ja, gut, ne, also. Rechts ab. Ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich fahr da mal mit ab. Mal gucken, wie viel Kilometer ich jetzt reingedrückt bekomme. Also ich bin jetzt mal 750. Meine größte Beschwerde ist, dass das G25 einfach zu laut ist. Ist ja auch alt. Kannst du den heute nicht vergleichen. Kannst du bitte Route ändern? Jetzt so. Hä? Die Route hier ist sogar kürzer als die andere. Und trotzdem sagt er mir die andere an. Da musstest du, dann hast du es wahrscheinlich auf beste. Glasigfolie. Mhm. Ist hier ein bisschen dunkel im Innenraum? Brauchst du Zusatz? Kommt nicht an. Nicht? Ja, dann fahr ich so auf. Wird wirklich nicht großartig heller. Beim Skoda ist es extrem, weil wenn ein LKW hier hinter dir vielleicht dann den ganzen Innenraum leuchtet. Kumpel von mir fuckt mich damit immer ab. Der hat so richtig nah aufmacht. Und Franzi, in Köln alles abweg gebracht? Ja, ich fahr schon nach Scheiße. Nach Scheiße, okay. Nach Metz. Nach Metz? Ja. 180 Kilometer. Das ist total die falsche Richtung. Oh, Olli. Was denn? Mein Handy erzählt mir gerade, dass du streamst. Ja, ist doch. Jetzt gerade. Ist ja früh. Ja, ne?
Da hast du jetzt wahrscheinlich die Benachrichtigung für den ersten Stream bekommen und nicht vom zweiten. Von ETS auf jeden Fall. Ja, ich muss nachher beide Streams zusammenfügen. Das Twitch ist oder ist. YouTube? YouTube. Okay. Ja, ich habe eine YouTube-Benachrichtigung aus. Ich hab nur Twitch an. Rechts halten. Alter, mein Hund schnarcht lauter als mein Vater. Das war ja auch so. Guter Hund. Die Ausfahrt rechts. Während man träumt, kann man nicht. Während man träumt, kann man nicht schnarchen. By the way. Kleiner Fun Fact. Biege nach links ab. Oh. Apfel, das hat 300 Ping, by the way. Ich würde es nur gesagt haben. Hey, was? Echt jetzt? Ja. 343. Meiner zeigt mir 25. Das will mir deine Tante mit dem. Hä, hey, meiner zeigt mir 25. Nee, du hast einen 43er Ping. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, diese scheiß Kupferleitung, ich schwör, Alter. Ich verlege sogar meine eigene Glasfaser. What the fuck? Wieso geht jetzt meine Alexa an? Woran liegt? Schalt mein Handy aus, so und die Presse. Demnächst rechts abbiegen. Willst du dann vielleicht vorfahren, wenn ich so einen hohen Ping hab? Biege nach rechts ab. Wenn ich jetzt E-Fähre, dann fahre ich immer nach der Fähre. Ja. Das wäre eventuell besser. Nicht schwer, diese Kupferleitung. Die macht mir so. Ich wohne auf dem Dorf und durchgehend 90 Tage. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich wohne auch auf dem Dorf und hab 25. Ich hab, da habe ich sogar noch mehr Upload als du Download. Also Franz, wir sind schon in Rostock, ne? Alter, Apfel, okay, lass uns eine neue Route finden. Nach 800 Kilometer oder was? Apfel stand einfach gerade. Ich glaube, so viel ist das gar nicht. Am Hafen und hat geleckt. Oh. Ab nach Rostock. Ach du Scheiße, kommt ein Konvoi jetzt von vorne. Juhu. Okay, ist ein Mini-Konvoi. Ja, mir ist gerade beim Trucks and P Connection Area. Deswegen stand das auf der Stelle. Links abbiegen. Oh ne, wer ist da? Biege nach links ab. Oh, oh mein Gott. Ich schleiche jetzt hier nur lang, ne? Erstmal. Ah ja, Dings ist wieder. Apfel ist gerade erstmal rausgefallen. Okay. So, ich bin wieder da, ich muss noch kurz. Aus wie ein deutscher Konvoi. Ja, wir schleichen hier gerade 30 lang, ja? Kennen wir uns, seitdem ich in RSL war? Warte, ich weiß es nicht. Ich war immer in der einen Spedition, bin dann wieder gelieft, weil ich keinen Bock mehr auf ETS hatte und sowieso jeden Tag was anderes gefahren. Jetzt habe ich mich wieder bei dem beworben und habe heute 21 Uhr mit dem Chef ein Gespräch. Mhm. Deswegen würde ich 21 Uhr dann auch nicht können. Aber wenn du dir eh nicht läufst, ist das ja egal. Ach, die Ampel ist rot, du musst dich leider anhalten. Ja. Ach, jetzt wird sie grün. Das war Endtiming. Aber wir fahren ganz langsam, wir fahren hier gerade nur 30, 40. Was ist denn jetzt los, Franzi? Gut. Ich glaube, ich werde noch gebannt. Warum denn? Ich hätte die rote Ampel übersehen und vor mir halt ein LKW-Fahrer und er fliegt jetzt erstmal komplett über die komplette Kreuzung, Alter. Können wir auf den Standstreifen einfach stehen bleiben? Nee, ihr könnt fahren, ich sehe euch. Ach, du siehst uns, perfekt. Das lass mir nicht zweimal sagen. Dein Ping ist das wieder besser, ne? Du bist bei 27. Na, jetzt ist es besser.
Ja, es kann sein, dass es hoch geworden ist, weil meine Schwester bei mir gerade gekommen ist und die ist so ein Internetfresser. Was ich? Du kommst nach Hause, sitzt erstmal eine Stunde, machst 5 Sachen gleichzeitig. Ja, weibliche Personen sind meistens multitaskingfähig, die können sich dann erstmal 3-4 Streams gleichzeitig anschauen. Ja, genau. So, Tempomat 90 ist gesetzt. Franzi? Franzi. Okay. Achso, sie ist noch wach. Bei dir reagiert sie. Tja. Ja, weil du am Anfang zu laut warst, habe ich dich runtergedreht. Jetzt bist du zu leise. Das ist toll. Da musst du halt jetzt ein bisschen lauter reden, sonst höre ich dich nicht. Okay. So, noch 500 Kilometer, dann sind wir in Kassel. Was? Danke! Also höre ich mal lieber das hier an. Gleich lauter. Gut, dann fahre ich halt weiter geradeaus. Ich musste eigentlich gerade recht ab. Jetzt habe ich mehr Kilometer. Jetzt sind es wieder 75. Auch nice. Wer hat mir was mitgebracht? Und zwar? Oh nein! Was ist das denn? Trinken. Ah, warte mal, ich muss mal ganz kurz einmal rechts ranfahren. Ich glaube nämlich, weil ich vorhin kurz den Hänger abgedingst habe, dass er dadurch vielleicht auch die Pfeile... Ja, hat er tatsächlich. Er hat meine Route wieder durcheinander geworfen hier. Also cool. Aber meine Route nach Kassel steht noch. Jetzt halt nur anders. Von mir aus müssen wir jetzt gleich auf die 24 und dann Hamburg-Hannover runter. So. Sagt er mir gerade hier. Broken, hast du Shifter? Ich fahre mit Tastatur, Kollege. Hä? Wer hatte dann das G920? Ich, aber es gibt doch kein Game kann, also kann ich damit auch nicht fahren. Ich meine, hast du mit Shifter? Nein, habe ich nicht. Ich fahre aber immer 6-Scanner, also ich könnte den Shifter dazu fahren. Aber wenn sowieso nicht erkannt wird, brauche ich auch keinen Shifter. Aber derzeit fahre ich auf Tastatur echt Auto. Weil das ist ja nur N ohne Rückwärtsgang. Franzi, wir sind gleich Licht. Bei dir. Olli. Ja. 700 Kilometer. Ich lage dich gleich. Wo bist denn du jetzt eigentlich? Franzi. Ich bin mit. Achso. Dann warte ich mir auf dem Weg nach Kassel. Warte. Franzi hat ja keinen eigenen LKW. Gehe ich von aus, dass sie noch keinen hat. Ja, wieso macht sie da nicht einen Schnellauftrag und uns den... Ist ja doch eigentlich viel schlauer, oder nicht? Ich weiß nicht, sie hatte von Kredit aufgenommen. Vielleicht hat sie ja jetzt schon mittlerweile sich einen LKW gegönnt. Aber sie gibt anscheinend noch keine Angaben dazu, so wie das klingt. Hallo? Ja, bekommst du jetzt den Stream hin oder brauchst du Hilfe? Da bekommt was hin? Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich hab's. Also Holly hat mir erzählt, was passiert ist. Es ist gar nichts passiert. Die Ausfahrt rechts. Was ist da passiert sein? Ja, warum hab ich 3 Benachrichtigungen auf deinem Discord? 3? Einmal Twitch, einmal YouTube und. Wow. Mixer. Alter. Ja, ich stream hier seit 1 Stunde 14, alles gut.
Hast du schon aufgehört, okay, oder was? Nein, ich stream noch. Au, oh, wir sind jetzt gerade. Hallo, Pia Zuschauer. Ich bin 84k, weil ich ein DMAP. Alles klar, Jule. Ja, wir spielen hier gerade SSO. Auf der Autobahn. Hä, du spielst ETL. Wow. Ich geh mal zu Kate rüber, ne? Viel Spaß bei Kate. Danke. Olli? Ja. Rasthof Stolpe. Kann sein, dass irgendwie 70% deiner Führer weiblich ist? Nein, bekommst du da drauf. Nein. Weiß ich auch nicht. Fabi hat die 37.000 Stunden. 37.000 Stunden. 37 Stunden erreicht. HGW, krankes Fabilein. Fabi Platz 1, Teddy auf Platz 2, Linja auf Platz 3, Irene auf Platz 4 und Dominik auf Platz 5. Dominik, du musst aufpassen, sonst fliegst du weit aus der Dings raus, aus der Top 5. Was sagt eigentlich mein Tank? Ja, okay. Geht noch ein bisschen. Mich überholt keiner. Das sind nur mit Reichen. Naja, das sind nur 13 Stunden, dann hat Teddy dich eingeholt. Nur pff. Das ist so ein Dreck, ey, im Internet. Olli, da machst du einmal einen 24-Stunden-Stream, bist du überholt. Genau, 24-Stunden-Stream, du kannst nicht, weil du in der Schule bist oder so, ne? Und Olli, du meintest ja, ich muss mit 39 Grad Fieber ins Krankenhaus. Ne, das hat Franzi gesagt. Mit 40. Mit 40, weil genau, das lebensgefährlich ist. Krankheit. Also ich hatte früher schon mehr als 40 Grad, glaube ich. Weiß ich gerade gar nicht. Sind das nicht 43 Grad, ab wann es lebensgefährlich? Ab 40 schon, sag. Ah ja. Jetzt bekomme ich die Nachricht, dass es Valentin. Super. Team. Trotzdem danke, Blumen. Ja. So, oh, Franzi schickt mir ein Foto. Lebensgefährlich kann es aber eine Temperatur über 41, Grad Celsius. Oh. Franzi und Elke, wie sieht so komisch aus von innen? Ja. Weiß ich. Ich hab auf Flex habe ich 1197 Stunden PS. Aha. Mit über 42 Grad stirbt man, obwohl es eigentlich total seltsam ist, ne? Das sind gerade mal 2 Grad mehr, ne? Ich dachte, man stirbt so, weißt du, wenn du so kurz bevor das Blut kocht, weißt du, so ab knapp 100 Grad, dann wird es ein bisschen heiß. Dann sollte man aufpassen. Sollte man oder müsste man? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dann kannst du nicht mehr aufpassen, wenn es so hoch ist. Dann bist du so stoned in deinem... Wie lange streamst du noch? Bis ca. 23 Uhr. Ah, du hast gesagt, hä? Nein. Ah. Nein, war ein Scherz. Nein, ja, spontan 48 Stunden. Franz, wir sind jetzt Hamburg, wir sind schon fast da. Ja, ja. Das stimmt, wir sind jetzt Hamburg. 360 Kilometer bis Kassel. Oh Gott. Das ist ein Deutscher. Der Kalle. Ja, Fabi, ich weiß noch nicht, wie lange ich streame. Ich muss gucken. So wie die Laune mitmacht. Ich müsste doch irgendwann Frühstück essen. Oder bestelle ich mir heute was?
Bei, das hast du selbst gesagt. Du musst mir aber auch was mitbestellen. Bei Pizza 8 gibt es aktuell auch noch eine Frau dazu, weißt du? Dass man nicht alleine ist, wenn man Valentinstag feiert. Ah, ja. Ja, das ist ein Special-Angebot. Oh, ja. Aber die andere Art von Frau, meint er. Okay, dann bestelle ich jetzt auch mal gleich. Vielleicht kommt die heiße Lieferantin hierher. Du wirst eine heiße Lieferantin bei dir haben? Da wo mir gerne bestelle, gab es schon zwei oder dreimal wirklich eine sehr heiße Lieferantin, die uns das Essen bestellt hat. Gebracht hat. Oh fuck. Ich kann schlecht schreiben mit Tastatur, das muss ändern. Ja, ich wollte gerade auch. Valentinstag, aber es wird klar. Und einer meiner besten Freunde hat Geburtstag und ich liege krank zu Hause. Das ist. Und dann das ist schade. Charlotte hat heute Geburtstag, ich habe sie schon angeschrieben, aber irgendwie. Ups. Immer geradeaus. Oh, okay, wir müssen hier raus. Hätte ich es laut Nafi nicht gedeutet. Ja, ich wollte eigentlich blinken, aber ich habe zu spät gecheckt, dass es abbiegen muss. Ja, war auf jeden Fall geklappt. Ula! Wir haben von hier. Bitte links halten. An die Fabi, 3 Stunden wären es wohl nicht mehr. Gehe ich nicht von aus. Oh, ich bin schon über 100. Tralalala, Maschalalala. Was? Eine Irene versucht, das Profilbild von Olli zu malen. Auf dem iPad, weil ihr langweilig ist. Aber die Augen sehen nicht gleich aus. Ich will's sehen. Los, schick das mal. Ich blende es im Stream ein. Mein Kumpel heißt Valentin und hat heute am Valentinstag Geburtstag. Dein Ernst? Geiler Name. Per, der Name stand fest, bevor die Eltern wussten, wann er geboren wird. Okay. Die haben sicherlich kurzfristig entschieden, wenn das Kind wirklich an dem Tag kommt, dann nennen wir es Valentin. Naja, sonst ist es halt immer schwer, bei einem Kind einzuschätzen, wann es geboren wird halt. Ja, richtig, deswegen wahrscheinlich, ach, heute kommt es. Ist gerade geboren. Das Problem ist halt, es im September kommen, kann aber natürlich 4 Wochen zu früh kommen oder auch zu spät. Ja, richtig, genau. Ja. Aber wenn es genau an dem Tag kommt, haben sie den Namen schon parat. Ja, stimmt auch nicht. Weißt du, würde er nämlich am 13. geboren sein, ja, dann würde es wahrscheinlich jetzt Galentin heißen. Ich hab grad vergessen, was sie ansprechen wollte. Ah, das Foto kam gerade an. So, ich werde da vorne mal kurz tanken fahren. Franz, wir sind gleich da, ne? Ich hab noch ein Viertel, müsste reichen. Ich hab nur noch die Hälfte. Ja, ich habe auch noch ein Viertel, aber ich bin unsicher. Ja, dann teile ich einfach gleich mit. Neue Route finden. Obwohl. Panna TV. Why are you bullying me? Du kannst immer mehr Platz machen, Olli. Ich fahre schon wieder weiter. Ich bin schon voll. Gleich. Ja, bei mir wird's knapp. Der Hänger.
Oh, ja, lol. Abgesoffen. Ach, Teddy hat es geschafft und hat 25 Stunden erreicht. Fehlt dir nicht mehr viel. Ich mach halbe voll, komm ich. Ich mache aber schnell eine Ruhepause. Ich muss doch nicht mehr regnen. Ich sollte mal die Funktion Folie ausschalten, so für 2-3 Tage. Und dann könnt ihr danach reinschauen und seht, wie viel ihr habt. Obwohl, dann müsst ihr auch Top ausschalten, fällt mir gerade auf. Du musst eher ausschalten, dass die es alle 5 Minuten rein spammen dürfen. Sondern so alle 30 Minuten. Wir können eigentlich weiter. Stimmt eigentlich. Moment mal. Bot? Das bekommen wir doch schnell hin. Alle 10 Minuten bekommt man derzeit. Also alle 10 Minuten muss man schreiben. So. Cooldown ist von 5 Sekunden hinterlegt. Oder stellt einfach ein, dass man den nicht schreiben kann, aber der alle eine halbe Stunde von alleine kommt. Dann wird ja von, wenn ich 20 Leute habe, kommt da alle alle Minute oder alle 10 Sekunden kommt das dann, oder? Wäre ja auch doof. Warte mal, offline, ist das richtig eingeladen? Off, da. Ja. Event Payout. So. Ich will halt fast den nächsten Rang. Diese Lampen. Was habe ich hier eigentlich für einen Sound hinterlegt? Achso. Was? You were banned from the server. Macht absolut keinen Sinn, das in Discord rein zu posten. Ja, ich wollte gerade sagen. TS sonst denn. Bei Discord gibt's ja leider keinen Satz. Nö, aber du kannst das Disconnect aushauen. Ich hatte davor hatte ich bitte links halten. Auf den ersten hat sich diesen Fortnite-Tanz so ein richtig übersteuert drin. Franz, wo bist du aktuell? Kassel. Kassel? Okay, wir kommen gerade an. Kassel. Das passt ja, super. Gerade 170 Kilometer. Ja, das ist doch. Wir sind gerade Hannover. Das sind 5 Real-Life-Minuten. Ich fahre die gerade so auf. Ich sehe es. 40 Meter. Ist das nicht so viel? Nee, das ist ja von deinem Blickwinkel 40 Meter. Muss noch. Ich habe aber gerade einen Tab geguckt. Ja, ja. Ab deinem Blickwinkel wird es mit dem Mädchen. Ja, ja. Ich genau. Ja, ja. 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 Oh Gott. 3 Sekunden Schlaf. Nein, das war Insta. Oh Gott. Franzi, siehst du uns schon? Ali. Was denn? Ihr seid doch schon noch gefühlt 200 Kilometer weit weg. 145. Häufchen gemacht hat mir gerade eine Nachricht bei Discord geschrieben, okay.
Ich lese die später. Ich hätte gern die Workshop-Mod hier drin. Ja, mein Auflieger ist ja auch eine Mod. Eigentlich. Nein. Es war eine HTC. Ja. Wenn du an der Seite guckst, habe ich dann weiteren Kraftstoff am Auflieger. Ich lol. Ach Franzi, hattest du nicht mal einen Klarsichtfolien-Auflieger gemacht? Ja. Der ist ja auch im Online-Modus zu sehen, das war nur für mich, aber das ist zu sehen, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Datei sogar hab davon. Also. Wie lange hast du gebraucht, den zu generieren, Franzi? Glaube nicht lang. 10 Minuten. Hast du Langeweile, Franzi? Ja, klar. Ich fahre auf der Autobahn, ich habe Langeweile. Die TS-IP ist ja... Ja. Okay. Was haltet ihr von dem neuen MAN? Ich mag nur mein Scania. Ist ein MAN. Ich fahre auch mein Scania. Ne, ich meine, was haltet ihr? 2020er. Ich find den neuen Actros viel, viel geiler mit seinen Mirrorcams. Das war noch nicht in Game, aber. Habt ihr den Future Truck schon mal in Real Life gesehen? Nee. Ja, der sieht einfach genauso aus. Der sieht auch genauso aus wie auf den Videos. Das ist kein Stückchen. Die Kamera von denen ist so gut. So. Franzi, ich seh dich. Bei dem Actros mit den Mirrorcams ist halt der Vorteil, dort kein toten Winkel mehr. Naja. Unterm Spiegel hast du ja den Seiten. Wobei. Wäre auch vorne links, wenn du ganz nah dran stehst, siehst du ihn eigentlich gar nicht. Machen wir gleich eine kurze Mini-Pause in Kassel. Weil dann kann ich da kurz mir mal auch das Foto anschauen, was da Irene geschickt hat. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh je. Yeah. Jetzt los. Franzi, warum sehe ich dich nicht? Auf der Karte? Weil wir erst noch 40 Kilometer entfernt sind. LKW abgegeben habe. Ach so. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ach so. Mobil, hi, wie geht's dir? Uah! Da war rot. Das war nicht rot, das war eindeutig grün. Hab ich ganz genau gesehen. Also zumindest war mein Blinker grün. Naja, das war aber auch schon was grün war bei dir. Bei mir war dein Blinker orange, also. Ja, von außen ja, da kannst du recht haben. Bist du eigentlich bei Gelb gefahren? Naja, wäre doch auch gebremst. Wo müsst ihr als nächstes hin? Ich fahre Richtung Klagenfurt. Ich weiß nicht, hat Dings eine Ladung? Abfährst du eine Ladung? Klagenfurt am Wörth? Ja. Klagenfurt am Wörthersee. Heißt es, glaube ich. Apfel, hast du eine Ladung? Oder fährst du leer? Ich fahre leer. Spät vor. Okay. Warte, jetzt habe ich die Karre abgesucht. Kirschgrün war es. Mir geht's gut und selbst ja auch. Danke der Nachfrage. Genau, Kirschgrün ist es immer. Also ich stehe in Mannheim. Wie Mannheim? Ich dachte Kassel. Ich hatte doch nur meinen Auftrag abgegeben. Ach stimmt ja. Hast du schon deinen eigenen LKW? Ja.
Willst du kurz nach Kassel rübergefahren kommen? Das sind ja nur 50 Kilometer oder so. Oder sollen wir nach Mannheim kommen? Du weißt schon, dass zwischen Kassel und Mannheim noch... Links halten und dann links abbiegen. Oh, ich muss mich noch bei World of Trucks anmelden. Ach, für, das ja. Nicht. Ja, richtig, für... Biege nach links ab. Ja, oh mein Gott, hier ist auch gerade ein Konvoi. Okay, dann muss ich mir kurz mein Passwort zurücksetzen. Wir sind hier überall Konvois. Biege nach rechts ab. Andere Fragen sollen wir so wenig FPS? Okay, lass uns. Weil da vorne an der Firma Konvoi steht. Warte, oh. Ja, das sind noch 23. Nun. Irgendwie komisch. Wo wird der Junge eigentlich noch langsamer losfahren? Ich habe einen Doppeltrailer, bin schneller als der. Das ist noch der alte den Geoflieger. Der sieht so komisch aus. Habt ihr jetzt einmal, wo es auch noch ganz fertig ist, war. Und das Fertige. Ach so. Was? Noch nicht ganz fertig war. Ach so. Lesen muss gekönnt sein. Und willkommen zum neuen Rang. 20 Stunden hast du schon. Olli, wo stehst du gerade? Werkstatt. So. Okay, da unten ist schon Mannheim. Also Mannheim ist ja eigentlich direkt um eine Ecke. Also Franz, wenn du möchtest, können wir nach Mannheim kommen. Oder du fährst schnell mit deinem Fahrzeug zu uns rüber. Weil ich glaube, du kannst schneller als 100 fahren. Oder schneller als 90. Oder ich fahr schnell nach Mannheim schneller... zu mir, dann kann ich mein Passwort noch zurücksetzen. Ja, das kannst du auch in Ruhe machen. Dann... Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf den Arcade... Da könnt ihr... sogar... endlos. Wenn ihr Bock habt, schnell zu fahren. So, das mal ist. Geschwindigkeitsgrenze aus ist. So. Bist du in Non-Collision Area? Ja. Ja, bin ich. Stimmt. Wie das immer aussieht, wenn so alle Fahrzeuge Farbe haben. Ich bin halt so einer, ich benutze nicht DLC-Farbe. Die Lackierung sieht nämlich einfach weiß ist. Ausgezeichnet, ja. Also der Hund, der Hintergrund passt nicht so ganz, Irene, aber ansonsten. Ich fahr gerade zur Werkstatt, guck da mal nach oben. Irgendwie weiter weg. Nach Recht Österreich. So, wieder da. Willkommen zurück. Ernsthaft? Alter! Olli, muss ich mir jetzt Gedanken machen? Über was denn Gedanken? Arbeitskollege von mir will mal mit mir ein, zwei Bierchen trinken. Na, heute ist Valentinstag, ne? Ja, danke, dass du mich da auch noch dran erinnerst. Das Bild ist leider ein bisschen schlecht gedreht, aber ich blende jetzt mal kurz ein, was Irene gemalt hat. Soll ich es reinpacken, Irene? Bekomme ich deine Zustimmung? Das ist mit dem Doppelauflieger, ey. Jetzt hänge ich ja auch noch. Ich bin aus Österreich. Ich habe was nach Mannheim. Was? Bei Fabio geht eh. Ja. Okay, ich kann es machen. Dann ist es. Also, man muss es theoretisch ein bisschen drehen. Das ist auch ein bisschen. Ich glaube, wenn man es größer sieht. Wird das fahren wir jetzt nach Mannheim? Olli? Mannheim theoretisch nicht, wenn Franzi jetzt kommt. Ist die Frage, ob Franzi kommt? Weil ich hatte einen Auftrag nach Mannheim. Also während wir hier kurz Pause machen, gehe ich.
Ich komm gleich. Franzi, willst du jetzt in Mannheim bleiben, oder? Die ist stumm geschaltet. Ja, sie hört uns ja. Ich bin in Mannheim und lag mich gerade in World of Tracks. Gut, dann kommen wir nach Mannheim gleich, ja? Dann gehe ich nur kurz auf Toilette und dann... Dann nehme ich den Auftrag an. Ja, dann fahren wir kurz nach Mannheim. Gut, dann, ich bin gleich wieder da. Ich bin zurück. So, Fiesta geht wieder wunderbärchen. Oh, wei. Wo habe ich eigentlich mein HTC auf die Welt? Sache. Ah, ne, hier ist er doch. Alexa, Steckdose an. Die wieder schwerhörig. Alexa, Steckdose an. Ah ne, ich hab die ausgesteckt. Moment. Warum sagt meine Alexa gerade, dass sie keine Steckdose finden konnte? Nicht aus. Hallo? So. Moin. So. Ich muss mal kurz zur Garage. Ich stehe bereit. So. Uli? Ja? Warum sagt meine Alexa von hinten, dass er keine Steckdose finden konnte? Oder sie? Weiß ich nicht. Ich bin auf Toilette. Ich konnte kein Gerät mit dem Namen Steckdose finden. Okay. Yeah. Ja komm, ich hatte letztens ein Problem. Mir ist hier im Minutentakt das Internet ausgefallen. Ich hab meine Stehlampe nicht mehr ausgekriegt. Okay. Muss ich echt aufstehen und an den Links gehen. Hier an den Schalter. So. Dann würde ich mal vorschlagen, fahren wir mal die paar Meter bis nach München. Mannheim. Mannheim. Dass Franzi nicht so lange warten muss. Ja, mach dich langsam. Oder was hast du gesagt, Olli? Wie viele Kilometer da? Also ich habe jetzt noch ganze 1122 Kilometer. Fuck! Das Nervigste, wenn man mit Double fährt, B-Double, weil der nicht so krass gelenkig ist, und dann vorne ein Zaun ist. Das ist doof. Olli, kannst du noch kurz warten, oder? Ja, wo bist du? Werkstatt, weil mein Hänger zu lang ist. Ach so, okay. Ja gut, dann warten wir. Ich glaube da vorne ist der Autobahn. Ich fahr mit Hand. Ja. Wir warten auf der Autobahn. Ja, du wartest auf der Autobahn. Oder so, ja. Rechts nehmen. Oh, perfektes Timing, einmal rum. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab.
Oh, Eisenach ist hier. Kommt mir da. Eisenach. Achso, apropos, es sind jetzt Olli keine 50 Kilometer, sondern 300. Ja, ist das so, wie ich es gesagt habe. Circa 50. Genau. Ja, circa. Circa ist großer Begriff. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ist ja nur das X-Fache. Hier ist gerade ein LKW gespawnt. Bisschen ungünstig. Bist du reingefahren? Oder war der noch? Ne, ich bin außen rum. Ghost Mode. Also. Sobald nur der Name dran steht, ist er im Ghost Mode. Kannst du. Ja, es stand nur ein Name. Bitte links halten. Aber im schlimmsten Fall. Leckt es bei dir. Stehst du jetzt auf der 7 oder stehst du vor der 7? Muss ich jetzt links oder rechts? Ich glaube, ich muss die linke Spur. Fahre ich jetzt rauf? Ich fahre die ganze Zeit nur im Kreis. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Also diese Gurke hier ist schön gemacht. Ja, geil, Karre mit dem Retarder. Was ist das denn? Da ist Olli. Jetzt habe ich ihn gesehen. So, ich hab's geschafft auf die Autobahn. Was ist das für ein komisches Netz hier? Aber Teddy, es passt zu dir, ne? Dass du jetzt einen Rang-Fangirl hast. Apfel ist noch nicht da, ich weiß nicht, wo der ist. Ja, das ist hinter uns. Habt ihr, wie viele Tonnen habt ihr? 15. Okay, ich hab 17. Und hab einen Hänger mehr als du. Deswegen hab ich gerade ein bisschen Probleme, hinterher zu kommen. Wie viel hast du geladen? Was? Ich hab 2% Schaden, sehe ich gerade. Wo kommen die denn her? Was macht er denn hier? Mal gucken, was er fährt. Okay. Ich kann es gar nicht. Bitte links halten.
damals gab es eine Mod, 1.25 war das noch. Damals gab es eine Mod, da war so eine geschlossene Abfahrt. Und mit der Mod hatte das so eine Strecke gemacht, die einfach durch den Wald liegt. Das hat so Bock gemacht, diese Strecke zu fahren. Wäre theoretisch ein neues Duisburg-Calais, ne? Bloß halt durch den Wald. Stimmt, warum nicht? Das wäre eigentlich echt geil. Oh, das wäre maximales Chaos. Oh, mein Herr, oh mein Gott. Man zwei damit es nicht so chaotisch wird. Ich höre mal Olli ein bisschen auf. Mein Baby frisst so viel, ich habe jetzt schon wieder nur noch. Gambacher Kreuz? Wer kennt's nicht? J1234, willkommen zurück. Wir haben noch 150 Kilometer bis nach Hamburg. Was hab ich eigentlich für Verbrauch? Und Franzi, klappt es mit Fuckers MP? Mit Fuckers MP, mit World of Trucks? Ja, bin schon angeklappt. Ah, super. World of Trucks geht mir seit Jahren nicht. Wir sind auch schon fast bei dir. Wann kommt ja, SSO? Ja. Nach ETS. Aber ich kann es noch nicht genau sagen, wann. 23 Uhr ungefähr. Ich bin am überlegen, ob ich mir heute mal, weil seit ausnahmsweise mal was zum Essen bestelle. Ich habe heute irgendwie keinen Bock auf das, was ich zu Hause habe. Ich würde auch gerne, aber ich müsste mit dem Spiel AFK und habe ich keine Lust drauf. Ja, nee, ich bestelle dann erst nach dem Stream, weißt du, was ich meine? Ja, aber also, bis dahin wäre es schon viel zu spät schon. Da steht was ist denn da auf der Gegenspur los da, gewesen? Wie lange dauert das bei dir, bis Essen geliefert wird, Franzi? Also ich sehe es bestellen eine Stunde. Ja, ich wollte so um ca. 19 Uhr aufhören. Ja, aber Kevin hat jetzt schon Hunger. Ach so. Aber meine Schwester davon das auch gehört. Also ich vermute mal, wenn ich die Tour zu Ende gefahren habe, vielleicht noch eine kleine Mini-Tour und dann ist es glaube ich auch schon 19 Uhr. Ich könnte halt eine kurze Tour von einer halben Stunde mitfahren und dann müsste ich dann halt offline gehen. Ja, von meinem nach dort, wo Olli hin muss, ist es ungefähr eine halbe Stunde. Ja, richtig. Würde also theoretisch sogar passen. Ja. Wir haben jetzt noch 100 Kilometer nach Mannheim. Genau, also sind wir so in... Ja, 10 Minuten spätestens da. Ja, ich würde mal sagen oben einfach, dass wir da sind. Was muss ich nochmal einstellen, dass ich selbst schalten kann? Nee, ist das irgendwie Sequi. Keine Ahnung. Echte Automatik ist nur mit neutralen Rückwärtsgang, wo du selber reinschalten musst. Echo. Stopp. Bin mal kurz weg, okay, ich rede aber später. Okay, hab's geschafft. Du willst lieber selbst eigentlich schalten, auch. Ne? Ja. Links könnte ich auch machen. Bleiben Sie immer gerade. Weil ich habe 6 Gang. Drinne. Ich habe Shifter, 16 Gänge. So, ab jetzt verlasse ich meine Route. Hier hätte ich jetzt nämlich abbiegen müssen. Also runter müssen. Ich habe noch 6 Kilometer noch. Niedriger Tankfüllstand, sie sollten nach.
Hier ist sogar ein bisschen was los in Mannheim, wa? Boah, der Truck hat ja richtig wenig Kilometer für. Können wir hier 22.000. Wir haben für uns voll getankt. Was frisst denn dein Ding an Sprit? Also im Moment fahre ich gerade ein bisschen sparsam. 59 viel. Das hat sich dann auch erledigt. Ich komme mal gleich hinterher. Okay. Wir warten ja sowieso in Mannheim. Olli, du bist nach Klagenfurt, ne? Richtig. Dann guck ich, ob ich irgendwas Richtung Österreich krieg. So, ich hab euch noch im Blickfeld. Jetzt nicht mehr. So, Franz, wir sind da. Ja, wir fahren jetzt schon runter in 300 Metern. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh. Ich habe keinen Bock hier umzukippen. Oh, da vorne ist der Fernsehturm. Ich glaube, wir sind zum falschen, in der falschen Stadt. Genau. Mit 94 in die Stadt rein? Entspannt. Ich fahr gerade mit 110 rein. Jetzt nicht mehr. Ich bin schon mal in Real Life versehentlich mit 100 in der Ortschaft reingefahren. Und dann das muss ja abgeben. Bei im Umkreis bei mir. Zieh mal mit 110 durch 30er. Biege nach links. Mit, durch den Blitzer. Okay, durch den Blitzer. In der Schweiz, ja. Wenn man sowas in der Schweiz macht, ist anders. Gesundheit. Gesundheit. Wenn du in der Schweiz. Ich kann es mir gerade nicht. Auf dem Motorrad ein Wheelie machen. Eine neue Route. Das ist auch scheiße teuer. Ey, wo steht ihr denn? Also, gibt es sowas, das nennt sich Privatgrundstück. Franzi-Schild hier! Was ist das mit mir? Ich steh neben dir. Nix. Alles gut. Hä? Ich fahr von euch weiter weg. Wo seid ihr? Schöner Scania. Wir sind Werkstatt. Ich? Ich bin also nicht Werkstatt, ich bin über die Brücke gekommen. Weil da meine Firma ist. Ich ey, wieso habe ich 22%? Macht ja gar keinen Sinn. Ah, wieso werden mir die ganzen Spielernamen nicht mehr angezeigt? Ich weiß es nicht. F11. Irgendjemand hier hatte gestern Abend gefragt, warum mein Vater nicht ausbilden würde. Das war Uli. Uli, bist du da? Uli ist aber nicht da. Also muss ich jetzt auf sie warten. Theoretisch schon, wenn du es dir sagen willst. Uli! Dann warte ich auf sie. Du hast... Ah, nicht Fabi an. Schreibt Pia mit 1000 A's dahinter. Och, Fabi. Teddy, bye bye, bis dann erstmal. Fahren wir bei München vorbei? Warte mal, ich guck mal kurz. Nürnberg, also offiziell nicht, aber wir könnten die Route auch über München nehmen. Olli? Okay, dann nehme ich München an. Eine Zusatzscheinwerfer nicht. Ja, ich hab die glaube ich nicht an. Zeig mir jetzt die Route an über Nürnberg und so weiter oben lang, was totaler Quatsch ist, weil man auch über... Man kann locker über München fahren und dann unten rum in Klagenfurt rein. Also fahren wir über München, ja? Ja, ich nehme jetzt München an. Jetzt sind doch. München? Wir fahren dann über Mannheim, Stuttgart, München nach Klagenfurt. So die Strecke. Zwischen Innsbruck und Salzburg runter. Genau. Was hast du, Franzi, so für schöne Strecken? Alles nur nach oben. Dein Ernst? Nach unten. Ja.
Also ich fahre ja. Also Österreich habe ich gar nicht. Mit meinem Auflieger kann ich nicht mehr frachten. Du bist nicht mit World of Trucks verbunden. Hä? Ja, dann musst du dich im ETS nochmal. Also einmal auf. Warte, was ist das? Okay. Und einmal im. Oh, ich glaube, mein Spiel ist gecrashed. Ja, ist es auch. Warum crasht das mal bei dir? Ich wollte gerade mit World of Trucks verbinden, hat mein PC den Fehlersound abgespielt und weg war mein Spiel. Egal. Wo steht denn ihr gerade? Werkstatt. Wie könnte man den Taskmanager da Steuerung alt entfernen? Du kannst doch unten auf deine Taskleiste rechtsklick drauf. Hast du. Oh mein Gott, nein! Danke. Zieh dich! Irgendwie habe ich das gehabt. Mehr zwei darum. Ernsthaft. Spackt bei euch manchmal der Himmel auch so rum? Jetzt stack ich hier. Mit dem B-Double. Ja, wo stack ich denn jetzt dran? Das sieht aber nicht gut aus, was du hier angestellt hast. Lass mich hier raus. Ich muss raus. Ey, hätte ich diesen Sound jetzt parat, ich schwör. Ach komm, während du hier versuchst. Hier. Ich muss raus. Olli, es ist nicht so, wie es aussieht. Ja, alles gut. Sagen sie alle. Jawohl! Da haben wir es doch schon geschafft. Dazu gibt es keinen Sound. Muss mal gucken, wo Franz hier ist. War jetzt weit weg. Mach mal einen besseren Sound rein. Ich bin in meiner Werkstatt. Wie ist in deiner? In Mannheim, oder? Ja. Ach, Gott sei Dank. Oh, nee. Das kann ich auch mal anders machen. Nee, ich möchte gerne das normale Windows XP Shutdown haben. Ah, da ist die Franzi. Und das ist wirklich keine Fracht, ja? Ja, ich guck jetzt mal mit World of Trucks. Geht damit jetzt. Was hast du denn für Kennzeichen? Ich? Ein Mannheimer Kennzeichen, okay. Wer denn? Hier, Franzi. Also. So. Ma-Op 29. Olli hat ein Dortmunder Kennzeichen. Ich kann nicht mal auf Megameg ist. Okay, ich muss leer mitfahren. Also ich hab ein... Wirklich jetzt? Bis wohin musst du leer fahren? Abländisches Kennzeichen. Ich fahr leer mit und dann geh ich auf Land. Okay. Alles gut, du bekommst dafür auch XP, wenn du leer fährst. War es trotzdem doof. Ja, ich müsste aber kurz einfach alles neu einstellen. Also kurz, Wassernette. Single und fertig. Ja, dann machen wir einen Midnight-Stream heute nochmal, wa?
Von 0 bis 4 Uhr morgens. Warum nicht? Ja, schlafe ich. Ja, eigentlich schon, aber mit Ausnahmen, ne? Nein, ich will nicht meinen Schlafrhythmus zerstören. Gut, dann fahren wir jetzt die letzten 810 Kilometer und danach werde ich mir was zum Essen bestellen wahrscheinlich. Dann nicht. So, jetzt Franzi steht da, okay. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege rechts ab. Flo haben wir denn? Was ist los, Franzi? Ja, jetzt müssen wir einfach zwei reinfahren, dass ich hier rausfahren kann. Ich hol schon mal langsam los. Die Greta würde sagen, am besten gar nicht. Und dann kommt Franzi offiziell. Ja, ich hab grad gesehen. Ah, zweimal. Ich mach gleich Tablemod auf 90. Ah, da ist die Franzi. Oh nein. 360 Euro Strafe. Ei. Wow. Was ist denn los? Nee, einmal kurz die Licht gewechselt und schon bist du ganz woanders, als du sein willst. Oh, was war das gerade? Du hättest gerade einen Auflieger sehen müssen. Das war auch die ganze Zeit, dass er so rundbackt. Ja, der ist einfach mal quer, ja. Kurze Zeit. Das hatte ich auch von Skabrin. Bergisch, hi. Kann ich auf 90 hochfahren oder soll ich noch warten? Ich fahre auf 90. Sehr gut. Franzi kann doch eh unbegrenzt fahren, wa? Vermute ich mal ziemlich stark. Ja. Halt 110 halt. Immer gerade. So, Tempomat 90 ist drin. Also den Bug müssen die noch fixen, glaube ich, ja, mit dem Auflieger. Sieht schon ein bisschen. Ist sowieso eine Motto, also von dem her. Ach so, ja gut. Ach, stell dir mal vor, du würdest dadurch durchgehend hier irgendwie Schaden bekommen. Und bist nachher am Ende bei 100%. Ja, Auflieger ist ja nicht so schlimm. Kommt Schaden her. Ja, stimmt. Also immer wenn du kurz leckst... Oh, ich hab grad einen Funk gehört. Und zwar so einen. Ich weiß gar nicht, achso. Ja. Ich hab die Taste auch gefunden. Maximal Verwirrung. Franzi, willst du vorfahren? Ich schon... Was sehe ich denn da? Ein DAF, der überholt. Über mein. Komm schon! Gib Gas noch ein bisschen! Das sieht so brutal aus. Olli, ich habe die Aufnahme gefunden, die wir eigentlich beim Support einreichen wollten, blockiert wurden. Achso, die von 1980? Ja, genau, die. Und wo seid ihr so unterwegs? Wo sind wir gerade? Ich hab hier, warte mal kurz. Höhe Stuttgart. Ja, Höhe Stuttgart und es geht nach Klagenfurt. Die letzte Tour, da kommt ein Liefer. Ich bestell schon mal, wa? Bestelle ich heute oder bestelle ich nicht? Das ist eine große Frage. Also ich bestelle auch. Ja, da wo ich bestelle, das ist mal total teuer und ich weiß, dass ich danach auf Toilette bin. Ja, musst du etwas bestellen, worauf du nicht reagierst. Ah, da habe ich ja keinen Hunger drauf. Ich sehe Franzi nicht mit meinem Tab. Pizza mit extra Käse. Ich könnte auch mit Steffen zum Griechen gehen, aber dann bin ich heute nicht mehr zu Hause.
Obwohl es um Griechen, das bringt nicht viel, glaube ich. Die Energy sollen wir nicht trinken. Was? Die Energy sollten wir eigentlich nicht trinken. Nee, die sind für mich. Ich habe auch Pop. Ja. Ah ja. Das juckt mich jetzt. Wo ist eigentlich Uli? Uli wollte doch hier, also Pia wollte doch Uli was sagen. Ja, eigentlich. Einmal. Wir haben heute Mittag bestellt, also komm schon. Lieferando. Ach nee, bei Lieferando darf ich nicht bestellen. Ich muss bei Schub bestellen, dass ich Geld wieder bekomme. Darf ich nicht bestellen? Aha. Dein Cashback ist... Oh, ich habe Cashback bekommen. Von der letzten Bestellung. So. Wie viel denn? 3 Euro etwas. Wäre schon wieder ein Döner, ne? Marcel M., hi, wie geht's dir? Olzilot, wenn du Hunger hast, musst du was kochen. Oder bestellen. Ja, oder einfach einkaufen gehen. Du musst aber nicht mit hungrigem Magen einkaufen gehen, sonst kaufst du mehr. Was du eigentlich willst. Ich hab Essen im Ofen. Ah ja, was gibt's bei dir? Gleich Lasagne. Aha. Links halten. Und ja, ich hab's verstanden. Sie immer geradeaus. Soll gut schmecken, weißt du, aber hab ich gehört. Ja, dann viel weg ist er. Immer geradeaus. Ja, das ich wollte doch viel Spaß sagen, Pia. Oh, das leckt. Ich nehme ein bisschen Abstand. Wie mein Internet. Junge, mein Internet. Was hab ich gerade? Was steht bei euch? 27. Der Ping ist gut, aber du springst trotzdem immer hin und her. Ja, das ist ganz, ganz komisch bei ihm irgendwie. Lohnt sich der Cashback? Also kommt immer drauf an. Also es gibt auf Lieferando, ich guck mal kurz. Also die hatten auch schon bei Lieferando eine Aktion gehabt, dass du da 20% Cashback bekommen hast. Da lohnt sich das natürlich. Aktuell gibt es nur 15%. Aktuell gibt es nur 5%. Bei Rewe gibt es aktuell 15%. 5% für 5%, also. Ja, eben. Entweder du bestellst dir was und kriegst kein Döner. Benutzername oder Passwort falsch. Okay, mit Facebook. Jetzt klappt's. Zum Partner. Boah, hier schon wieder Liebe im Chat. Liebe im Chat? Ja, ich seh's. Ich seh Franzi wieder im Tab. Oh, jetzt nicht mehr. Wäre auch eine Möglichkeit mit Einkaufen. Rewe Diva Service? Stimmt. Aber wenn ich jetzt bei Rewe Diva Service bestelle, liefern die wahrscheinlich erst am Montag und damit nicht arbeiten. Außerdem musst du für mindestens 50 Euro kommen. Oh, das bekomme ich hin. Großeinkauf, also. Wird das dreimal noch. Wird das nochmal dreimal genommen? Im Notfall gebe ich den Auflieger ab. Was ist mit Lieferando los? Der nächste Ort, wo er mich jetzt gefunden hat, ist Berlin Hauptbahnhof? Ich bin nicht Berlin Hauptbahnhof. Ach übrigens, ich bin hier gerade Berlin Hauptbahnhof, ja, und zwar Europaplatz 1. In der dritten Etage sitze ich und streame von dort. Ah, oh, okay. So, nee, Quatsch. Ja, ich komme schnell zu dir. Ich wohne noch 2 Stunden von dir entfernt. Und hört wahrscheinlich aus dem Dialekt nicht raus, weil ich ja, ich komme. Wo bestelle ich denn? Taste of India, Sushi for you. Wirklich. Dominus Pizza, Corle Pizza, Pizza Express. Auf, wo kommst du her? Ich? Ja. Was hast du eigentlich gesehen, weil wir die Schule hier auf dem Showcasten Show. Du benutzt die Payback American Express für Punkte, okay? Ich komme aus dem Süden. Also München. Ah, okay. Naja, jetzt nicht München, sondern eher Stuttgart. Achso, da ist ja schon. Ich komme aus dem Osten. Also, wir sind gerade bei dir vorbeigefahren. Aber das muss auch gut sein, eine solche Kreditkarte zu haben, und wenn du damit bezahlst, bekommst du Geld wieder. Wäre auch eine geile. Aber wo ist denn jetzt. Wieso seid ihr alle von mir 400 Meter entfernt? Ich weiß nicht. Ich bin im Sicherheitsabstand. Ich war die ganze Zeit Tempo. Ich war die ganze Zeit 9. Ich fahr die ganze Zeit auch 9. Irene, da komm langsam mal, wenn du vorbeikommen willst. Du bist so 100 Meter. Wenn du vorbeikommen willst, Irene, dann mach dich mal langsam auf den Weg, weil ich bestell jetzt.
Mein Lieferdienst gibt's ja nicht Olli. Mehr in der App. Kommst du aus Berlin? Aus der Nähe von Berlin. Okay. Was ist denn das für ein Scheiß? Bei mir kann man Nähe von Berlin nicht sagen. Weil 2 Stunden Autofahrt ist nicht wirklich nah. Würde ich jetzt sagen. Ich muss irgendwo anders bestellen. Pizza 8, wo ich sonst immer bestelle, ist nicht mehr in der App drin und ich habe keinen Bock, über die Pizza 8 Seite zu bestellen. Oh, das ist gut. Wo bestelle ich denn? Machst du jetzt in Real Life auch so? Auf der Autobahn einfach mal während der Fahrt was zum Essen bestellen? Ja. Dann aber auch, auf die Bahn. Ich könnte bei Best Döner Pizza Pasta so bestellen. Hier vorne ist ein Konvoi, der wird aber abgesichert noch. Die fahren noch so dritt. Also 2 LKWs und das ist als Konvoi. Ganz so, komisch. Überholt jemand. Oh, ich weiß nicht, wo ich bestellen soll. Also ich bestelle mir einen Schnitzel. Überbacken. Ich bestelle beim Peter Toko, die sind auch recht gut. Dem Peter. Burger mit Rindfleisch, Tomaten, Gewürzgurken, Zwiebeln, Eisbergsalat, Snack-Ketchup und Snack-Soße. Wahl aus Classic oder Cheese. Für 4,20 Euro. Was haben die denn für Pizzen? Bauernsalat will ich nicht. Haben die einen Haben die meinen Crispy-Salat? Den haben sie noch. Dann nehme ich mal den Crispy-Salat als Vorspeise. Welche Soße will ich denn? Devilly Balsamico Dressing? Okay. Ich lege es mir heute mit meiner Laktose an. Ich nehme Joghurt Dressing. So, hinzufügen. 2 Euro ist ein Punkt. Das ist fast so wie bei Payback, oder? Bei Payback bekommt man ja, glaube ich, auch pro 2 Euro einen Punkt. Also bei der Payback-Karte. Ach, du hast doch eine ganz normale Payback-Karte? Bist du von American Express, oder? Ach, du hast genau die... Du hast wahrscheinlich die Payback-Karte, oder? Ich habe die bloß ohne Kreditkartenfunktion. Soll ich dir eine Bombe rumbringen? Nee, ich bestell schon. Alles gut. ach, Dings hatte noch was gefragt. Marcel da oben sich gerade. Was für Hardware hast du so? Also, jetzt nichts Berauschendes tatsächlich. Einen recht schwachen Gaming-PC. Was ist denn meine? Ich weiß nicht. Office-PC. Also ich habe jetzt von... Dein Anhänger. Links halten. What the fuck? Bleiben Sie immer. Soll ich ihn wechseln? Aus. Ist so schlimm? Also soll ich ihn wechseln? Er hat gerade nach links und rechts geweht, als würde Mücke verjagt. Ja, das meinte ich vorhin. Das ist total schlimm bei ihm, ne? Ja, okay, komm, ich mach den Aufklärung. Wir müssen hier runter. Hier ist ein Mensch. Ich würde sagen, ich nehme es auf, aber ich glaube, mit Handy ist es nicht allzu gut. Ich nehme Chicken Curry Pizza. Ich mach einfach nur Altset. Chicken Curry. Und ich möchte auf das Chicken Curry möchte ich noch eine Randfüllung mit Würstchen haben. Und was machst du denn da, Franzi? Es wird sich hier gegönnt. Fahrt ihr runter? Franzi, du fährst kein Smart, dass du so parken kannst. Ich halte auch mal kurz. Immer wenn ich bremse, zieht ihr nach rechts. Ich habe keine Ahnung wieso. Controller? Nee, oder? Nein, ich habe keinen Controller mehr. Sind deine Bremsen auf einer Seite? Es gibt zu meiner Pizza nur Dip. Ich will aber keinen Dip, ich möchte zu meiner Pizza was anderes haben. Müssen wir hier runter? Ja. Ich bin runtergefahren, weil ich hier abliefere. Ja, müssen wir auch. Ja, ich kann Mandarinen auf meine Pizza bestellen. Ist das geil. Mandarinen? Benötigter Betrag, um den Mindestbesteller zu erreichen. 1,10 Euro. Ich hab grad verstanden, Vaseline. Komm.
und dann noch driften. Wollen die mich verarschen? Ich habe gerade eine Pizza ausgewählt. Wo ist die Pizza hin? Verschwunden, dass du nicht zu viele Kalorien zu dir nimmst. Ach so, ich muss in den Warenkorb hinzufügen klicken noch. Driften. 17,30 Euro und ich bekomme 1,73 Euro zurück. Das passt. Ab in den Warenkorb. Naja, ich fahre dann mal weiter heim, komme vielleicht nachher nochmal. Wir sind nicht mehr lange live. Wir fahren jetzt die Tour noch zu Ende und dann sind wir schon off. Aber es kommt nachher wahrscheinlich noch, also entweder Fortnite, nee, SSU haben wir gesagt, kommt nachher noch, ne? Das habe ich Irene versprochen. Mhm. Weil heute ist Valentinstag, also muss ich das Valentinstag-Update spielen. Habe ich Salzburg? Ja, du musst jetzt leer fahren. Ich muss auch noch mal SSU nochmal installieren. Machst du denn bei SSU mit? Ja, ist ja schön. Weiß ich nicht, ich muss es erstmal installieren. Ja, das ist ja kein Problem. Denke aber eher nicht, weil ja das Essen da ist. So, essen so schnell wie möglich. So, Bemerkung. Pizza bitte geschnitten in 20 Stücken. Oh, hi. Ach, ich brauch das immer so. Tschüss, Franzi. Pizza bitte geschnitten. So, das reicht aus. Wo müssen wir jetzt hin? Barshalung oder passend? Klagenfurt. Klagenfurt, genau. Aber ich stehe hier. Aber die sind anscheinend weitergefahren. Ja, ich fahre doch auf Autobahn. PayPal. Da fahre ich jetzt einfach wieder auf die Autobahn drauf. Ja, genau, du fährst ja auf Autobahn. Das Geile ist, ja, ich klicke jetzt wieder an Zahlen in 14 Tagen bei PayPal, ja. Und in 14 Tagen weiß ich nicht mehr, was sie mir abgebucht haben. Ach, das ist ja eine Fliegen gekickt. Ach ja, der Tag der Liebe und so, schlimm. Ja, finde ich genauso. Ich weiß auch nicht, wer das erfunden hat. Also, ich stehe hier vorne. So. Das Olli. Jetzt fährt er los. Vielleicht auch nicht. Nee, ich fahre noch nicht los. Ich muss das auch auf jetzt bezahlen drücken. Vielen Dank, wir haben deine Bestellung erhalten. Das ist schön. Die durchschnittliche Lieferzeit bei... Okay, 55 Minuten haben wir noch. Ich guck mal kurz, hab ich noch... Oh, Ah, scheiße, ich hab kein Trinkgeld hier. Bekomme ich noch Trinkgeld zusammen? Ich hab Sorgen, oder? Aber die haben Trinkgeld verdient, die sind immer richtig gut. Deswegen bestellen wir nur mit Bar. Ja, aber ich habe kein Bargeld. Weißt du, ich bin so ein... Ich kann den 10er und 20er Cent geben, ob die sich dadurch aufregen oder ob sie sagen, okay, passt. Ich weiß gar nicht, wie du das immer machst mit gar kein Bar. Nee, ich habe nie Bargeld zu Hause. Olli, ich sollte mal in den Chat schreiben, wa? Nee, oder einfach losfahren, genau. Ja, ja, ich fahre ja gleich los. Ich suche bestimmt mal Trinkgeld zusammen. Weil manchmal wir sind alle ready. Ach, ihr seid schon alle im Ziel? Haben wir jetzt einen anderen Ort. Wir sind alle ready. Wir stehen alle hier vorne. 1,50 habe ich jetzt als Kleingeld. Ich hoffe... Die brauchen sicherlich Kleingeld. So, wir können weiterfahren. Was? In 20 Stücken? Ja, natürlich in 20 Stücken, Irina. Weil du willst ja während du streamst vielleicht sogar, weißt du, wenn ich schon früher komme, kannst du während des Streams schon essen, weil das genau in kleinen Ministückchen geschnitten ist. Ich muss hier runter. Ach so, weil wir über München das hinterlegt haben. Shit. Ich soll da drüben wieder rauf. Ich komme wieder die andere Seite rauf. Jemand hat doch die Route auf München gehabt, ne? Glaube ich. Ja, ich bin doch schon rausgefahren aus München. Ja, habe ich nicht gecheckt. Ich fahre gleich wieder rauf. Ich fahre hinter euch wieder rauf. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Jetzt eine Kehrtwende. Die ihr komplett verkackt hat. Bitte neu berechnen. Wo fährst denn du lang? Nächst rechts abbiegen. Wieso? Nach rechts ab. Du fährst ja den übelsten Umweg. Nee, ich fahr jetzt wieder links hoch.
Scheiß auf die Autobahn wieder rauf. Da weiß ich, wo ich hin muss. Ich fahre jetzt direkt wieder auf die Autobahn. Ah. Wahrscheinlich fahre ich jetzt einen 10. Gang los. Oh ja, genau, da kommt hier gleich nämlich der Olli an. Aber wenn ich nicht weg. Dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, ich fahre nie wieder auf. Immer geradeaus. Ah, ich möchte nicht steigen. Da kommt aber nicht hoch. Oh, da knallt es da vorne. Wer hat wen geknallt? Okay, lass uns. Wer hat geknallt? Oh ja. Ich hab doch. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Ja, ich muss erstmal kurz nochmal ranfahren, um auf der Karte den Wegpunkt rauszunehmen. Da will mich die ganze Zeit wieder zurückjagen. Oh, ja, so, yes. Jetzt. Vorsichtig. Dann mache ich mir schön eine Route nach Klagen. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Was ist denn jetzt los? Immer geradeaus. Ich glaube, die haben da ein bisschen technische Probleme, wa? Der eine, das Gute wollte den. Und ich stellt der andere sich auf den Standstreifen und der fährt drauf. Er fährt an dem vorbei. Der andere bleibt hinten stehen. Und er fährt auch auf den drauf. Franz, ist da auch da vorne die Person mit den Aufliegerproblemen? Boah, Junge! Der Auflieger hat gerade richtig bei mir. Neben seinem Auflieger fliegt durch die Luft. Der bei mir ist ja die ganze Zeit links und rechts, so ein Scheiben. Welcher ist einer? Naja. Sie sind Auflieger. Hops genommen. Ich kann die Zahlen nicht mehr lesen. Ja, ich hab kein Navi drin. Weil ich Auflieger gewechselt hab. Ach, Franz, du siehst ja schon richtig mit deinen, wa? Ja, richtig, ist diese richtig so schlimm. Ja, stimmt. Die kleine Kabine wiegt ja gar nicht. Ich hätte mal Schiss, wenn ich nur mit einer Kabine fahren würde, sozusagen. Ne? Wenn du einmal bremst, machst du nochmal Rolle nach vorne. Denke ich mir mal, weißt du, was ist? Ah, ja. Auch mal. So, noch 380 Kilometer. Mein Hund ist mal wieder in seinen. Hat man ihn? Mhm. Hat man ja. Ah, jetzt. Ja, einfach zwei Stockwerke unter mir. Der ist im Element. Der ist so. Sein ist Pia. Den ich schon gerade weggenommen habe. Ach, Pia ist noch da. Ich bin gerade eben wieder. Die ist jetzt wiedergekommen. Und dann aus was? Streamst du noch, Pia? Nein. Okay. Man weiß ja nie. Immer wieder quer. Die Ausfahrt rechts. Oh, ein Konvoi von vorne. Oder fährt da vorne? Ja, aber das sind zwei Konvois irgendwie so. Keine Ahnung. Na gut. Oh, ich bin schon über 100. Bist du schon wieder? Ja. Irgendeiner. Bis später. Irgendeiner hat mal gesagt, schau mal, der fährt einen Kaktus. Da hab ich mir so ein Ablachen. Stell vor, du fährst so einen Kaktus.
Okay. Digga, jetzt geht alles wieder los. Was denn? Nach ist es. Oh, oh shit. Annette, frag ihn doch einfach mal. Nichts passiert. Alles gut. Ich hab meine Bremsenstärke habe ich auch voll. Ja genau, wegen solchen Idioten in mir. Oh. Da war die Leitplanke schon auf. Oh, Franz, ich sitze einfach mal ab, ich komme nicht hinterher. Ich habe gleich eine Modellfehlfunktion. Ja, kriegst du den Aufliegen. Mit Vorzeit. Diese Woche gekrankt. Ja, okay, ich muss auch. Stopp! Oh, heute beim Midnight-Stream bin ich dabei. Hi. Mhm. Oh, Franzi! Oh! Ich hab starken Regen. Ich komm nicht zum Bremsen. Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist vor, Franzi? Die ist volle Karacho mich reinge... Aber kein Bremsen sehen, gar nichts. Nimm die Ausfahrt links. Franzi, wie viel Prozent hast du? Möchtest du nicht wissen. Okay. Also mein Aufhänger hat da 5% mitgetragen. Motorhilfefunktion. Geh an. Ach, danke. Oh nein. Wenn ich jetzt schon die Strecke sehe, die vor uns ist. Tja. Ich nehme jetzt hier so richtig Ideallinie hier. Ich finde, das sind doch Kurven, die lassen sich ganz gut fahren, ne? Weil sie so schön leicht sind. Geht zwar auch mal links und rechts, aber klappt ganz gut. Naja, ich habe aber starken Regen, deswegen rutsche ich jedes Mal, wenn ich irgendwie bremse. Trotzdem fahre ich ja gerade Ideallinie am Schlag. Franzi ist gerade bestimmt maximal verwirrt, was ich hier mache. Mir kommt es vor, als ob ich hier zum ersten Mal lang fahre. Mir kommt es ja, gar nicht bekannt so vor. Sah das schon immer so aus? So, also so gut mit den Bergen hier und so weiter? Mit Berg und Tal? Keine Ahnung. Boah. Oh, kommt einer entgegen. Ich steh da unten, ich fahr. Es ist schon 11 Uhr. Wenn ich ja nicht raus will. Franzi ist liegen geblieben. Ja, fahr ruhig weiter. Was ist denn los? Nichts. Vielleicht muss ich hier später privat. Ah, okay. Da sind ja eh bis noch 248 Kilometer. Das heißt, wir sind in
10 Minuten da. Ich glaube sogar, dass mein Essen sogar schon vorher ankommt. Weil die geben zwar immer solche so einen großen Zeitraum an, aber sind meistens schon nach 20 Minuten da. Biege nach rechts ab. Ups. Olli, du siehst hier nichts. Ich fahre gerade nur in der Linie. Ja, ich fahre hier auch in der Linie. Mit dem Unterschied, dass ich es wirklich mache. Ja, ich mache ja auch gerade die ganze Zeit Gegenspur wieder. Das Lustige ist, dass man hier offiziell sogar 100 fahren darf, ne? Und trotzdem ist es manchmal. Oh Gott, was ist das für eine Straße da? Oh Gott. Doch, hier bin ich schon mal lang gefahren. Das war aber im Konvoi, da waren wir irgendwie so 30 Mann oder was. Ja, mir kommt es jetzt gerade nicht so wirklich bekannt vor, weil ich sehe jetzt auch nicht gerade, ob ich die Strecke schon mal gefahren bin. Weil es ja eh alles... Da haben wir unten in dem... Dort ist ja dieser Steinbruch bei dem Salzburg-Ding da. Wo wir gerade abgebogen sind. Ich weiß es nicht mehr. Und da hatten wir dort unten im Steinbruch... Hause gemacht. Dann sind wir weitergefahren und sind hier runtergefahren. Reich Mann. Das war witzig. Da kam sogar noch andere Kunden entgegen. Was hatten die Ferrando geschrieben? 61 Minuten brauchen die heute. Okay. Oh. Wir können leider nicht zu ihnen liefern. Aber ist nicht weiter schlimm, dass sie länger brauchen. Ich hoffe, ich möchte noch ein Schokoherz haben, weißt du? Das sind dir vielleicht erst irgendwas mit 20 Uhr da. Ja, nee, die Nachricht kam schon vor 13 Minuten. Das heißt, es sind jetzt noch 50 Minuten oder so. Nee, 45. Das passt. Oder hilf uns ja. Boah, sind das scheiß Kurven. Ja. Aber hier passt es auch mit 50 fahren. Ich war hier 70. 80. Aber mit 30 Mann, wenn dann manche hier sogar noch so 50 Tonnen hinten drauf, das ist echt scheiße. Ja. Ist hier vorne. Scheiße. Ist hier vorne nicht irgendwo der Bahnübergang? Das Klagenfurt. Da wir sind fast da, ne? Ja, 150 Kilometer. Ah, Franzi, sehe ich. Demnächst links abbiegen. Franzi ist hinter mir. Biege nach links. Hilfe! Oh mein Gott. Ich habe gerade einen Barrel gemacht. Ach, was steht denn darum? Franz, auf der linken Seite ist es vielleicht eine Sehenswürdigkeit. Aber nicht vielleicht. Ich habe gerade einen Barrel gemacht. Der ist schon vor 200 Jahren dort verunglückt. Sieht man immer noch. Ja, so weiß das gar nicht.
Oh, ein Tunnel. So, ich habe jetzt 70% am LKW und ich bin hier gerade die Schlingelstraße gefahren, dass ich euch noch hinterherkomme. So, ich habe jetzt 70%. Oh, eine Hilfefunktion im Tunnel. Nice. Ja. Was so gibt. Da kommt einer entgegen. Fahren wir jetzt einfach auf die Autobahn? Sieht so aus, ja. Annette heute dafür. Und ab in den nächsten Tunnel. Baby. Also die Franzi. Die ist gerade. Ja, ist die Franzi nicht mehr auf der Map? Ich glaube nicht. Ja, ich überhole sie gerade. Oh, ah, das war ein Schild. Da ist so eine Tankstelle. Das Schild perfekt mit. Also du sagst, da ist ein Schild und du stehst einfach Mitte auf der Straße. Du bist auf der Mitte gefahren. Und ich musste weiter. Du bist ein Lecker. Sorry, dass gerade an meinem Eis lutscht. Okay. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich sehe ein Ziel genau vor mir. Ich sehe auch ein Ziel, dich weg zu, dich weg zu crashen. Immer geradeaus. Klagenfurt. That shield is coming. Was ist denn hier passiert? Die chillen da ein bisschen. Ja. Dreimal mein Gang. Oh. Olli, hast du das gesehen? Ja, ich glaube, du hast den Wagen nicht so ganz unter Kontrolle. Nee, ich mach grad den Apfelüberhänger. Du machst einen Regentanz. Nee, ich mach den Apfel. Wer macht den Apfel? Ich mach dich. Ich mach den Apfel. Du machst den Apfel. Ja, ich mach den Apfel. Das nächste Mal schmeiß ich dich mit meinem Orangensaft ab. Oder wurde jemand gebannt? Gekickt. Meine ich ja. Ich bann halt lieber als kicken, deswegen sag ich immer gebannt. Olli ist so ein richtig typischer Truckers MP Admin. Genau, ich bann lieber. Ja, genau. Auch wenn es nur für 5 Minuten ist. Was? Du hast einen Fehler gemacht? Bann. Nee, ich würde, weißt du, was ich machen würde, Franzi? Ich würde mal erst einen Bann reinhauen und würde reinschreiben, dass das ein permanenter Bann ist, ne? Dass sie sich richtig aufregen und ein paar Sekunden später würde ich es umstellen auf eine Stunde oder so. Nein, Olli ist so ein Typ, der kickt die. Der sieht erstmal froh, dann kommt die wieder auf den Server und dann bannt er sie. Genau, um die zu mobben, genau. Kurz wieder rauflassen. Genau. Hi, da bist du wieder. Tschüss. Halbe Stunde Bann. Du wirst wieder fahren. Achso, nee, tschüss. Kenn ich irgendwoher. Habe ich jetzt nicht auch schon in TS gemacht? Bis so 1 Minute. Wie lang war euer längster Bann? Ein Tag. Und dann rechts ab. Ich wurde noch, längster Bann. Also ich wurde bei ETS wurde ich noch nie gebannt. Ich wurde bisher einmal gebannt für einen Tag. Also mein erster Bann war direkt 3 Tage. Und mein letzter Bann war eine Woche. Das Witzige war, ich habe das zusammen mit einem Freund gemacht. Die Aktion war, wir sind mit Skodas Duisburg-Calais. Wenn du von Duisburg aus an der Tanke vorbeifährst, von der Tanke aus dann nach links fährst, hast du ja dann weiter später dort rechts. Und dort sind wir mit Skodas, sind wir dort reingerufen. In dem Moment beim Admin.
Das Witzige war, mein Freund, mit dem ich das gemacht habe, hat einen Ball für 3 Tage bekommen. Mhm. Und ich habe einen Ball für 1 Tag bekommen, obwohl er noch nie einen Ball hatte, genauso wie ich. Erster Aufenthalt in Klagenfurt am Wörthersee. Hatte ich auch gerade. Trotzdem habe ich die Garage hier. So. Reicht auch wieder. So. Ah, da vorne ist hier. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts. Oh, das ist noch grün, das ist noch grün, das ist noch grün. Ah. Ich dreh mal um. Muss man. Hier endet es. Nein, da kommst du nicht lang. Ich warte beim Busbahnhof. Busbahnhof, falsches Spiel, würde ich sagen. Oh, hat sich Irene verschrieben. Mache ich Level 82? Ne, nicht mal annähernd, okay. Oh, hier sind 19 Leute. Also wer ist dafür, dass du durchbekommst? Na, ich fahre gar keine Strecke mehr, mein Essen kommt gleich. Wo habt ihr jetzt geparkt? Ich bin gerade Werkstatt. Ich sehe den von einem Busbahnhof. Wo ist denn hier ein Busbahnhof? Das ist der. Ist das der Busbahnhof? Das ist, glaube ich, der Busbahnhof. Das ist. Ich fahre einfach wieder in die Stadt rein. Obwohl, ich komme jetzt erstmal nicht rein, weil jetzt hier sämtliche von vorne kommen. Ich habe gerade erstmal keinen Bock mehr auf ETS. Aber wenn ich 21 Uhr dieses Gespräch muss. Ah, shit, ich hab's rot. Fabi ist da! Und Fabi hat nicht die 21 Stunden geschafft. Die 21, sage ich schon, die 40 Stunden. Die Ampel ist rot. Greta Thunberg. Also mit dem B-Double von diesen, wie heißt der? Diesen Container so rein. Wo fährst du hin? Da. Auf mit den Schranken. Franz, wo bist du gerade? Offline. Ach so, okay. Ja, mein Essen kommt schon. Ja, ich bring mein LKW in die Garage. Wo park ich denn? Ich park da hinten. Das erste Mal, dass ich meinen LKW in die Garage bringe.
So. Passt. So. Daniel ist live. Was spielt denn Daniel? Bei ihm gibt es ja nicht so viel zur Auswahl. Auswahl. Ich vermute mal. Entweder ETS oder Fortnite oder. Hallo? Hi. Du bist wieder da. Ist Uli zurück? Nein. Sieht man auch irgendwo, man kann auch irgendwo nachgucken, wie lange die Person schon inaktiv ist. Ne? Das geht ja, glaube ich, genauso wie in Teamspeak. Gemeinsame Freunde, klar, sich freuen. Gemeinsames Haus. Ja, benutzte Infos, wie man Modus aktiviert. Aha. Aber gut, ich würde sagen, das war's jetzt mit ETS. Es kommt nachher noch SSO. Valentinstags-Update und kommt, so. Kommt alle zu mir um 20 Uhr in den Sims 4 Livestream. Dankeschön. Danke. Hat sie jetzt Signal Werbung gemacht? Hallo? Wer will denn Sims 4 sehen? Hallo, die spielen schon alle Sims 5. Ich bin schon bei 5. Ja, ich wollte schon sagen, die spielen alle schon Sims 5 Beta, weißt du, und kommst mit Sims 4 an. Jule zwingt mich. Ach so, ja gut. Pia spielt nachher übrigens auch um 20 Uhr SSO. Ja. Nein. Hat sie gerade gesagt. Und sie freut sich schon drauf. Hier. Immer noch einen kurzen Auftrag. Und Fabi, herzlichen Glückwunsch zu 38 Stunden. Die 40 werden es nicht mehr, aber vielleicht weiß es so. So. Dann gucke ich mal kurz, wo ist mein Dings hin. Da. Dann würde ich sagen, bis später vielleicht. Ansonsten bis morgen oder bis Sonntag oder bis morgen. Ohne den Zeiger seit 7 Jahren. Also nee, ich lasse es hier warten. Aber danke dir. Aha. Der Teil hat schon seit 7 Jahren gelesen. Ist das laut? Ach du Scheiße, ist das laut. Ist das laut. So, aber bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Kann man ja auch nicht wissen. Alles gut. Ich wohne seit 7 Jahren auf Phuket. Wo kommt die Musik her?